Shoutcasten bzw. Kommentation von Warcraft 3 im Fernsehen angeht. Der redet einfach weiter. So lange, bis irgendwann das nächste Counter-Strike-Spiel ist. Durfte ich meinen Satz noch zu Ende bringen? Niemals! Das hat ungefähr 7 Stunden gedauert für ein Spiel. Unglaublich, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, gehört oder... Noch nie habe ich so lange hier gesessen, ohne irgendwas zu machen. Außer Spiele anschauen. Was ich eigentlich sehr gerne mache. Du wahrscheinlich auch. Ja, dafür sind wir ja heute eigentlich hergekommen. Eigentlich, aber wir wollten auch dabei sprechen und das auch laut und das nur für euch. Hat irgendwie ein bisschen gedauert. Und jetzt sind wir nicht so weit und tatsächlich haben wir jetzt gerade gar kein Spiel. Ja, wir haben gar kein Spiel, denn ja, die anderen Spiele sind gerade so schwupps an uns vorbeigezogen, als hier DKH den Sack zugemacht hat. Ich würde sagen, darüber reden wir gleich ein bisschen mehr. Ich würde sagen, es gibt wir schauen uns ein bisschen Videos an. Dann gucken wir uns das nächste Spiel an. Das ist Bam gegen Insolence. Und danach... Gucken wir uns nochmal die Präsentation ein bisschen aktualisiert, damit wir genau wissen, wer jetzt wie weit ist und wer jetzt in der EPS schon ist, oder? So sieht's aus. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das nächste schöne Interview an. Da hat der, haben wir auch schon was Schönes, der Maxi hat da den lieben Choreknoll, den Moritz Wagner, auch interviewt. Und ich würde sagen, gehen wir rein, schauen uns das an und ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Jetzt gibt's Rap-Battle auf höchstem Niveau. Wir hören noch nichts. Wir sind noch nicht drin, jetzt sind wir drin. Statement-Fetischist. Ach ja. Hast du kurze Rhymes zur Einleitung? Nee. Ich bin Nee, bist du nicht so ein Impro-Mensch? Es geht, aber muss nicht sein. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt in der zweiten Runde im Winner Bracket. Du hast dich gegen einen sehr starken Nightlife durchsetzen können. Gegen den unglaublichen Freezer. Ja. Und ich habe mich ja mit dem Freezer vorher unterhalten, ein bisschen. Er hat gesagt, du hättest eine neue Strategie entwickelt. Ja, die hat nicht funktioniert. Also ich habe 2-1 gespielt und die neue Strategie war der Loose. Okay. Ich wollte Tinker first und Tower rushen, aber hat nicht funktioniert. Ich habe gehört, Impact oder sowas hat da 0-4 dagegen. Also das stimmt nicht, das hat der Impact ihm erzählt. Nee, das hat Impact ihm erzählt, aber das stimmt nicht. Also okay. Impact hat erst 3-mal gewonnen und dann 2-mal verloren. Aha. So. 3-mal gewonnen, 2-mal verloren? Genau. Okay, das ist ja trotzdem immer noch ein Grund, hier zu spielen. Ja, ja, also es war die letzten beiden Spiele, habe ich gewonnen. Da dachte ich, inzwischen kann ich sie und jetzt funktioniert es. Ja. Davor noch gegen jemand anders gespielt, da habe ich alles gewonnen. Aber der war nicht so stark wie Impact. Naja. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben jetzt gerade nochmal den Bam-Ruf gehört. Der startet jetzt gleich sein Spiel gegen Crafty, Under Mirror, muss man sagen. Und, ja, das war er gerade. Und jetzt nochmal zurück zu dir. Man muss ja ganz klar sagen, du bist ja eine Sucht verfallen. Ich bin gar nicht mal so süchtig. Gar nicht mal? Also bist du gar nicht so Keller? Nö, ich spiele das gar nicht so oft. Also, was heißt so oft? Ich spiele schon jeden Tag. Vor World of Warcraft, jetzt mal ja, so. Ja, okay, das ist natürlich. Ja, mein Gott, also ich habe die letzten 2 Tage gar nicht gespielt. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt nur noch vor WoW sitze oder so. Ich spiele ein bisschen. Aber die Relegation ist dir, hast du erwähnt, ist dir nicht so wichtig? Ja, ich habe nicht damit gerechnet, hier überhaupt eins zu gewinnen. Ich habe 10 Games zur Vorbereitung insgesamt gemacht und dass ich dann da noch gewinne, gut gelaufen, sage ich mal. Aber ich habe mir nichts ausgerechnet. Ich habe das Match gesehen. Auf Turtle Rock, wo du also deine neue Strategie noch nicht präsentiert hast. Genau. Wo es schon vorbei war, wo du schon 1-0 Rückstand hattest. 1-1. 1-1. Ausgang auf Turtle Rock, genau. So war es nämlich. Richtig. Und dort hast du ganz normal Naga Archmage, das kennt man. Jo. Und hat auch relativ gut funktioniert, muss man sagen. Also auf Turtle Rock funktioniert das auch. Auf Twisted Meadows zum Beispiel funktioniert es nicht. Deswegen habe ich da die neue Strategie, weil er da recht große Creep-Spots recht früh machen kann. Der hat dann recht früh Level 3 und auf Turtle Rock kann ich halt sofort hin und Druck machen. Also Militia Creep. Nee, eher. Also er spielt Dark Ranger immer. Ach so. Und dann kann er so, genau, da kann er immer sofort auf Twisted die ganzen Kleinen und dann irgendwas geht auf den Turtle nicht so gut und deswegen kann man da auch dann normal gegen spielen. Weil dort die Creeps im Schnitt immer mehr Hit und so weiter. Genau. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Creepspots ist ein wichtiges Thema. Eignet es euch an, lernt es gut, damit ihr auch mal so gut werdet wie der Choreknoll, der jetzt in der zweiten Winner Bracket Runde gegen Insolence steht. Insolence, was hältst du von ihm als Orkspieler? Guter Orkspieler, ja. Ich habe ihn in der Saison besiegen können, unerwartet. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nochmal gelingt. Gegen Ork habe ich überhaupt nicht trainiert, aber Ork ist ein starkes Matchup von Human, also können schon was gehen, mal sehen. Insolence ist jetzt seit einiger Zeit bei MTW. Ja. Glaubst du, er hat jetzt endlich wieder die Motivation, um jetzt richtig Gas zu geben? Genau, das ist das Problem. Ich glaube, deswegen wird es ein bisschen eng, weil der wieder richtig Gas gegeben hat. Und in der Saison war er einfach ein bisschen lustlos. Da hat er sich so, er nicht direkt absteigt und der Rest war ihm recht wurscht. Und jetzt ist er, ich meine, MTW wird ihm sicher auch irgendwo Druck machen, dass er EPS kommt. Schließlich ist es MTW. Ja. Also wird der schon ordentlich vorbereitet sein. Das wird hart. Ja, das wird auf jeden Fall hart. Trotzdem wünsche ich dir viel Glück. Danke. Viel Glück. Wir werden uns das Spiel dann später nochmal genau ansehen. Dankeschön für das Interview, Moritz. Und bitte. Zurück ins Studio. Das war's. Das erste Interview mit Choreknoll. Ich weiß nicht, ob noch eins folgen wird, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Insolence haben wir ja gerade angekündigt, spielt gleich gegen Bam. Das schließt natürlich, dass Choreknoll es geschafft hat,
gegen Insolence zu gewinnen. Ja, also vielleicht kann man noch mal so eine kleine Zusammenfassung dem Zuschauer liefern. Es war auf der ersten Map, Secret Valley. Wir haben uns das beide ja im Walk-TV angeschaut. Und so wie wir Korugnol kennen, er ist ja für seine Tower bekannt. Also da gibt es auch schon so ein paar Signaturen und Korugnol überall Tower um ihn herum. Und ja, er hat natürlich den Ork getowert und hat ihn da wirklich in seiner eigenen Base kräftig unter Druck gesetzt. Ja. Insolence hat ja fast alles versucht zu geben. Mit letzter Mühe hat er noch seinen Town Chieftain versucht, irgendwelche Waves durch die Tower zu jagen, aber es hat letztendlich nicht gereicht. Und dann kam die nächste Map, Tyrena Stand. Überraschenderweise dann Night Elf gespielt. Mhm. Und ich war erst verwundert, dachte mir, oh mein Gott, Night Elf? Ja gut, das Verwunderte blieb dann auch, weil er hat ganz schnell auf den Sack bekommen mit einem neuen Tower Rush. Und von daher ging es dann relativ schnell 2-0 aus. Korugnol mehr oder weniger verdienterweise 2-0 gewonnen durch Towern, durch exzessives Towern und erfolgreiches Towern. Ich glaube aber, die Strategie auf der ersten Map, wo er wirklich noch Ork spielte, Insolence, mit Mass Spiritwalkern, ich weiß nicht, da haben wir schon Besseres gesehen. Ja, Spiritwalker sind relativ stark, aber in diesem Zusammenhang haben sie irgendwie gar nichts gebracht. Und bei Tyrena Stannis ist er einfach rübergelaufen, hat eiskalt überall seine Tower gesetzt. Ja. Das war. Also hat er schnell den Sack zugemacht. Und wie gesagt, er hat ja selbst erwähnt, dass jetzt Insolence vielleicht MTW intern kräftig auf den Sack bekommt. Weil MTW doch schon so die sagt, Insolence, ein MTW-Spieler, der jetzt neu bei uns hinzugekommen ist von N-Faculty, der soll natürlich auch jetzt in der EPS spielen. Aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen Absprache. Ich meine, das ist jetzt alles nur Gerücht und da ist jetzt nichts Wahres dran. Aber vielleicht möchte Insolence ja Bam gar nicht mehr in der EPS haben. Ich habe nämlich munkeln hören, dass viele Spieler Bam nicht so sehr leiden können. Und vielleicht wünscht sich der eine oder andere EPS-Spieler, dass Insolence ihn jetzt ganz schön versohlt, den Popo versohlt. Kann das ich mir werden gut wir ja sehen. Um 20 Uhr geht das Spiel, glaube ich, los. Genau, das heißt für uns noch eine Viertelstunde. In der Zeit haben wir noch das eine oder andere Video. Und wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann zeigen wir euch dann jetzt schon die Präsentation. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Die wollen wir eigentlich erst dann zeigen, wenn wir das letzte Spiel auch fertig haben. Deswegen klick einfach irgendwo rein. Was haben wir noch nicht? Wir können ja auch irgendwas, was mit Counter-Strike zu tun haben. Ja, ich meine, jetzt hatten wir ja eben DKH gegen Stofftiere Online. Da kann man ja so als Abschluss nochmal einen kleinen Rundgang machen. Eigentlich wollen wir gar nichts mehr davon hören. Ja, eigentlich nicht. Also das Thema, das hängt uns schon so in den Ohren hinaus. Nichts gegen CSR, nichts gegen DKH, nichts gegen Stofftiere. Aber nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden es war. Ich weiß es einfach nicht mehr. Es ging so die ganze Zeit mir vorbei. Ich glaube, 5 Stunden oder so. Immer Overtime. Aber ich meine, das zeigt ja eigentlich auch, dass es ein spannendes Spiel ist. Ja, definitiv. Ne? Ich meine, nach 5 Overtimes, dann denkt man sich auch schon, oh mein Gott, wie krass, auf welchem Level, die spielen genau auf dem exakt gleichen Level, wie kann das sein? Aber wie lange ging es jetzt tatsächlich? Ich weiß es nicht. Also, wann haben wir heute angefangen mit DKH gegen Stofftiere? Ich weiß nicht, ich habe aufgehört, die Stunden zu zählen. Ja, normalerweise hört man nach Minuten aufzuzählen, aber wir haben dann nach Stunden aufgehört. Und deswegen schauen wir uns einfach das kleine Video nochmal an. Ich wünsche den CSern noch viel Spaß, deswegen einfach mal reingehen und anschauen. Mal ein paar Emotionen vom Event selber. Ich höre schon, ist da noch ein anderes Video offen? Weißt du das? Nein. Guck mal kurz. Ja, sonst hört ihr ja gleich 2 Stimmen. Machen wir das schnell weg. Da haben wir den Maxi noch drin gehabt. Hat sich noch reingeschmuggelt. Aber jetzt Nick. Dann wird es gerade gespielt und da habe ich auch die Jungs hinter mir von DKH. Will jetzt einfach mal hingehen und einfach mal schauen, was hier denn los ist. Leute, vierter Overtime, das kann doch nicht sein, oder? Ja, doch. Sieht man ja. Hättest du das gedacht? Ja, ich sagte ja vorher, dass wir ungefähr gleichwertig sind, aber wir sind noch einen Tacken besser und deswegen müssen wir gleich loslegen. Hättest du das vor dem ersten Match gedacht? Wir haben wirklich für 2 Stunden geredet und da warst du doch sehr zuversichtlich. Jetzt zählt es auch ein bisschen an den Nerven, oder? Also wir sind das eigentlich fast gewohnt. Man nennt uns auch DK Overtime und eigentlich sehe ich das ganz entspannt. Es sind noch 3 Maps zu spielen und jetzt spielen wir eben die letzte Overtime, machen klar und dann geht's los. Okay, danach noch eine Map dann wahrscheinlich, oder? Alles klar. Die dann ist? Ich glaube, wir spielen jetzt gleich Nuke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir spielen Nuke. Also es ist definitiv jetzt die letzte Overtime? Ich hoffe doch. Ich werde jetzt gleich noch rübergehen zu den Jungs von Stofftieren. Und da der Bobo, den Bobo will ich auch noch fragen. Bobo, fit Overtime, ne? Ja, noch nie erlebt. Noch nie erlebt, oder? Nee, noch nie erlebt. Der Eko hat gemeint, dass ihr öfters mal Overtimes habt, oder? Und dass ihr da eigentlich, was die Nerven angeht, da ein bisschen gut drauf sind und da jetzt nicht irgendwie unter Stress steht. Ja, wenn der Lauker sagt, ich weiß mal nicht, mit welchen Clans der die Overtimes spielt, aber ich hatte schon ewig keine mehr. Der hat sich das kurz ausgedacht wahrscheinlich. Ja, mag sein. Gegen DKH auf der Summit höre ich gerade. Wann war das, dieses Jahr oder gestern? DKH? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, zerrt deine Nerven. Jetzt noch eine 4. Overtime und du weißt genau, du musst noch 2, vielleicht noch 3 Maps spielen und dann hast du erst das erste Match gespielt. Ja, die Map nervt vor allem so langsam und man kann einfach nichts Neues machen. Ja, das heißt, es geht nur ums Umziehen, oder? Ja, genau. Vielleicht haben wir jetzt Glück.
Glück ist auch ein bisschen dabei. Umziehen müssen sie auch und natürlich muss viel geschrien werden. Wer ist so der Motivator bei euch im Team? Der Lucio, ganz klar, der irgendwo rumschleicht. Der hat sich dann hinter uns und guckt sich den Spaß an. Aber ich glaube, der hat auch nervliche Probleme so langsam. Wir werden gleich mal zu Stofftier rübergehen und schauen, wie da die nervigen Probleme sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Ich habe gehört, es ist die letzte Overtime, die vierte. Stimmst du mit da überein? Ja, für uns natürlich. Wir gewinnen jetzt mal eben. Okay, super, danke. Ich gehe jetzt einfach mal rüber zu sagen, den Jungs von Stofftier. Hören wir da auf, können wir später vielleicht nochmal drauf zurückgreifen. Jetzt gehen wir ins Live-Spiel Insolence gegen BAM und wir beiden freuen uns riesig darauf, denn es ist wirklich ein Spiel um die EPS. Ja. Es geht um einen Slot der EPS und die sind so begehrt. 16 Spieler aus ganz Deutschland können es schaffen. Mhm. Und 12 sind schon drin aus der letzten Saison. 4 kommen nach. Von daher, einer von diesen beiden kann es jetzt schaffen. Deswegen lass uns einfach reingehen und schauen, wie es aussieht. Denn Undead gegen Ork. Ich glaube, die Undead-Spieler hassen es, die Ork-Spieler mögen es. Mhm. Wieso, weshalb, warum, werden wir gleich mal ein bisschen näher erläutern. Also BAM wird jetzt auf jeden Fall zittern auf seinem Stuhl. Und die haben ja schon ein bisschen früher halt angefangen. Das war jetzt nicht abzusehen, aber Turtle Rock, also wirklich, ich bin da echt gespannt. Also das ist interessant. Ich denke auch, Turtle Rock ist einer noch der guten Maps für Undead, denke ich. Mhm. Denn das Creeping, okay, es ist noch ganz gut für einen Ork hier, aber man kann besser creep-jacked werden vom Undead. Gerade mit dem Death Knight, wenn der irgendwie auf Level 3 ist, mit einer Coil kann man mal schön was abgrabben. Bin ich sehr gespannt, wie das hier aussehen wird. Blademaster, hier die Wahl von Insolence. Nahkampf-Hero, ich denke, kann sich sehen lassen. Auf der anderen Seite Death Knight, auch ein Nahkampf-Hero hier mit Level 2 gerade. Sentry Wards gefunden. Slivers of Agility, also alles noch ganz normal. Nichts Besonderes, nichts Entscheidendes. Wobei Sentry Wards ja, kann er sehr schön einsetzen. Ich glaube, gerade wenn die Positionen so gegenüber liegen, ist der Creep am Shop relativ wichtig, um dieses Watcher Ward zu bekommen. Und man kann damit also direkt diese Route von Base zu Base sehr schön überblicken. Und mit diesem Sentry Ward, was er da jetzt auch abgestellt hat, kann er natürlich kontrollieren, wann creept da der Gegner, um ihm dann eventuell in den Rücken zu fallen. Und der Death Knight ist da jetzt auf Vormarsch Richtung Ork Base. Rennt da einfach mal querbeet rein, ist jetzt schon Level 2 mit Unholy Aura natürlich. Und hat sein zweites Sentry Ward da nämlich abgestellt, deswegen ist er da auch reingerannt. Ist natürlich die Frage, also wie du gerade schon gesagt hast, man kann immer abfangen, kommt der Gegner jetzt hier von außen, das hat er jetzt gut gesetzt hier, um den Shop immer im Blick zu haben. Natürlich die Frage, warum vielleicht nicht sogar in die Mitte setzen, dann weiß man ganz genau, er kann nur rechts außen sein, wenn er nicht durch die Mitte oder von links kommt. Man kann dann gut creepjacken, gerade ein Undead, ich meine, er lebt davon zu creepjacken. Man sieht es so häufig, dass ein Undead einfach seinen DK so hoch pusht, dadurch, dass er hier vielleicht die riesen Schildkröten kickt mit der Coil und abfängt. Jetzt hat er hier Dust of Appearance direkt genutzt und hat das Sentry Ward gekickt. Ist die Frage, ja gut, war das jetzt so sinnvoll? Hätte er damit rechnen können, dass er das macht? Ich weiß es nicht. Jetzt sehen wir hier in so einem Script erstmal weiter. Zur Strategie, ich denke, wir sehen eigentlich ein übliches Spiel. Erstmal Grunts und dann Raider später. Und je nachdem Kodo Beast wahrscheinlich dazu. Und wenn viele Destroyer kommen sollten, Bad Rider wären dann noch eine gute Wahl oder Wind Rider. Ich weiß ja nicht. Also Insolence entscheidet sich hier eher ein bisschen für den kleineren Spot, während ja, BAM hier aka Friedrich F. doch schon den größeren Spot vorzieht. Was hat er hier gefunden? Ah, Skull of Beast ist natürlich gerade am Anfang recht gut, um Druck auszuüben auf den Ork-Spieler. Gerade dann, wenn man in die Base reinläuft und dann vielleicht doch mit den Burrows. Er hat es verkauft, die Skrull. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht versucht, mit einigen Ghouls in die Base rein, in die Burrows rein und dann Skull of Beast nutzen und dann einfach die Burrows kicken. Ich glaube, das ist sowas von lebenswichtig für einen Ork. Wenn da die Burrows fehlen zum richtigen Zeitpunkt, dann kann er doch ganz schön schnell GG schreiben. Jetzt sehen wir hier, kommt der Death Knight. Was macht der? Das scoutet, glaube ich, nur ein bisschen, was für Gebäude hier gebaut werden. Er sieht jetzt wahrscheinlich die beiden Beasteries und weiß ganz genau Bescheid. Hier werden wahrscheinlich erstmal Mass Raider kommen. Wir sehen eine kurze Pause von Friedrich Franz. Friedi. Er ist unser Liebling, muss man dazu sagen. Ja, also ist er ja unser persönlicher Favorite, sagen wir mal. Besonders durch seine wunderbare Kommunikation, die er oft im beweist. Jeder hat sein eigenes Level. Mhm. Und manche haben ein Level, was unantastbar ist. Und dazu gehört Friedrich Franz dazu. Aber egal, darüber können wir ein andermal reden. Jetzt sehen wir hier den Level 3 Death Knight. Ich glaube, ganz wichtig, dass der Undead ein höheres Level hat als der Ork. Passiert ja auch nicht ganz so häufig. Ich meine, dieser Spot, das ist so ein Standard-Spot, der Undead irgendwie relativ früh jedes Mal auf dieser Map. Und es hat bisher gut geklappt. Oh, Critical Damage, 86 Hitpoints hier weggehauen. Tone Chieftain als Second Hero. Ja, das ist dieser Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kann der Undead natürlich hier einiges gut machen. Vielleicht creepjacken. Der Ork kann nicht creepen, muss immer wieder zurück, muss den Death Knight irgendwie auf Abstand halten. Ja, und gerade bei diesem relativ großen Spot, den er da jetzt angehen möchte, der Ork-Spieler da freut sich, der Death Knight ganz gerne mal eine Keule zu schmeißen, aber er entscheidet sich jetzt doch lieber dafür, da einen kleinen Umweg zu machen und an den kleineren Spot zu wandern.
Ich denke, sowas hätte er niemals gemacht, wenn er Death Knight nicht da gewesen wäre. Und zum anderen muss man sagen, man sieht hier schon den Tier 3 Tech, Black Citadel, ganz bitter, denn hier konnte dann ganz früh Destroyer kommen. Und was Destroyer anrichten können, ich glaube, das wissen wir alle. Wenn die mit ein bisschen Mana im Gepäck unterwegs sind, dann sehen wir Grunts und Raider ganz schön schnell mal fallen. Da bin ich mal sehr gespannt. Der spielt eigentlich jetzt die Strategie so, wie ich es vorhin noch gesehen habe, bei X-Lord gegen Human, gegen Mio zum Beispiel. Mhm. Das einfach mit Mass Destroyern und dann rusht und dann die Burrows kickt, was halt, also rusht in Anführungszeichen, sobald die Destroyer halt da sind. Und dann versucht, so viel Druck und so viel kaputt zu machen, wie es nur geht. Ich glaube, die Strategie könnte eigentlich sehr gut aufgehen. Ja, muss jetzt nur mal aufpassen, wenn jetzt hier gleich das erste Ensnare am Start ist und ein schöner Storm und auch ein Surround, aber da kommt er hinten noch gerade raus. Jetzt muss aber jeder Blade Master auch ein wenig aufpassen. Der hat natürlich noch den einen oder anderen Windwalk. Dust of Appearance auf dem Deathknight nicht dabei, sonst könnte er natürlich Dust of Appearance nutzen, hier nochmal eine Coil werfen. Und jetzt kann Insolence diesen Creep, naja, beruhigt angehen kann man nicht sagen, denn hier sind noch einige Coils unterwegs und der Deathknight hat zwar jetzt noch ein Critical bekommen durch den Windwalk, aber das sind trotzdem noch 470 Hitpoints. Und jetzt kommt noch der Lich dazu. Ja, schön, da hat er noch gerade die Replenishment Potion am Wirken und hat sich dann ganz kurz ein Critical gelandet, ist direkt wieder in Windwalk verschwunden. Oh, und jetzt geht's hier auf den Town Chieftain. Der Town Chieftain läuft da wagemutig hinterher, denn er sagt sich jetzt alles oder nichts. Jetzt geht's auf den Death Knight. Der Death Knight muss seinen Town Portal ziehen. Ein Grunt ist hier im roten Bereich. Das war ganz knapp. Jetzt haben wir einen Windrider hier fallen sehen. Ich weiß nicht, durch die Nova oder durch die Creeps. Den TC hat er mit 60 Hitpoints weggekommen und dieser Grunt hier wartet auch noch 70 Hitpoints. Also schöne Aktion jetzt. Ja, schwer zu sagen. Insolence hat es eigentlich ein bisschen glücklich überlebt. Auf der anderen Seite, bam, ein bisschen Pech gehabt. Gute Idee, aber hat nicht ganz geklappt. Jetzt sehen wir hier 41 Supply, Tier 3 durch. Frenzy Ghouls, sind das Frenzy Ghouls? Nein, sind's noch nicht. Ist im Bau das Frenzy Upgrade? Ja, natürlich die Crypt Fiend dafür da, um mit Web dann den einen oder anderen Windrider vom Boden, vom Himmel zu fegen und dann runterzuholen. Ist die Frage, ob das jetzt reicht, ein einziger Windrider, ein einziger Spider hier, Crypt Fiend. Scroll of Healing haben wir im Inventory des Blade Masters. Womöglich gegen die Nova. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt sind wir hier zwei Windrider. Was wird hier in der Base noch gebaut? Gar nichts mehr momentan. Also die Armee, die er jetzt hat, die wird er erst vorerst, denke ich mal, behalten. Ja, will natürlich unter 50 Supply bleiben, damit er noch im Low-Upkeep ist. Das ist natürlich die Frage. Gerade bei Org, die gehen ja gegen Undead ziemlich häufig schnell auf über 50, um natürlich dann im großen Kampf die Überarmee zu haben. Im Gegensatz zum Undead, der öfters sehr lange auf 50 bleibt gegen Org und erstmal abwartet, wie die Situation ist und versucht mal ein bisschen Hit and Run und ein bisschen Druck auszuüben. Jetzt sehen wir hier, Death Knight muss aufpassen, Stomp ging daneben, Level 2 TC geht in die Front, hier die Crypt Fiend entsnared und die muss aufpassen, das ist die einzige, die hat momentan jetzt hier Nova schön in die Raider rein. Fällt ihm hier wirklich wunderbar in den Rücken und da kommen die ganzen Ghouls, schlängeln sich hier direkt um den ersten Raider, der Raider ist down und die Ghouls, die setzen jetzt zum nächsten Surround an, vielleicht auf den Town Chieftain, aber der bewegt sich jetzt schon direkt nach hinten. Oh, schöner Stomp reingesetzt, die Wyvern um, die erste wird jetzt runtergeholt, die Schildkröte hinten schießt immer noch auf den Grunt ein. Die hat gerade mal 21 Points. Wir sehen hier der Lich mit dem Orb Corruption und dem Invu-Pot. Einen ganz großen, aber das bringt einfach momentan nichts. Hier die Coil nochmal auf den Windrider. Der ist gefallen. Wie viel Supply haben wir noch? 29 Supply jetzt hier. Auf Seiten des Undeads und 42 auf Seiten von Insolence. Schön hier das Lightning Shield wieder genutzt. Das geht auf die Crypt Fiend. Und diese Giant Sea Turtle immer noch. Das sieht nicht gut aus, der Lich. Ah, nutzt in letzter Sekunde noch Invu-Pot. Aber jetzt hier sollte Insolence aufpassen. Verliert auch nochmal einiges. Hier der Grunt fällt. Diese Lich muss gleich weg, sonst kriegt er hier wirklich noch die letzten Hits. Nein, er kann jetzt auch eine Coil. Ja, kassiert die Coil, jetzt nochmal Scroll of Speed genutzt. Aber da ist jetzt nichts mehr im roten Bereich, außer vielleicht der Death Knight. Der Death Knight muss aufpassen, geht jetzt zurück, aber gleichzeitig ist hier noch der Town Chieftain unter Beschuss. So, jetzt die Frage, was schnappt er sich? Schnappt er sich überhaupt was? Der Death Knight jetzt auf 100 Hitpoints, der Blade Master kein Windwalk mehr. Aber auf der anderen Seite sehen wir, den TC hat sich nochmal eben so retten können. Level 3 jetzt hier für diesen TC. Und der Blade Master hat den Death Knight nicht bekommen, hat sich einen Healpot gekauft, hat sich jetzt wieder gerettet. Wir sehen hier der Lich wieder mit vollen Hitpoints und auch fast auf Level 3. Muss sagen, je länger das Spiel dauert und je geringer der Supply-Unterschied ist, desto besser sind die Chancen des Undeads. Denn auf gleichem Supply muss man grundsätzlich sagen, Undead auf jeden Fall ein Vorteil. Und ja, ich bin da sehr gespannt. 30 Supply jetzt hier gerade gegen 43. Es ist 13 Supply. Es hört sich jetzt relativ viel an. Aber ich glaube, da kann der Undead schnell nachziehen. Es geht auf 33 jetzt hoch. Ja, gerade wenn der Lich Level 3 erreicht mit Level 2 Nova, dann sind die Orc-Units doch schon schnell in der Bedrängnis. Ja, denke ich. Unter Bedrängnis. Auch. Und auch das Orb of Corrupt. Ich meine, wir kennen das Item alle. Wir lieben und hassen es. Und man hört es ja auch von Bam immer. Orb of Corruption. Ja, nicht von Bam. Von wem hört man es immer? Wer ist denn der Night Elf, der immer rumheult? Da gibt es auch einige. Auf jeden Fall gegen Dryaden. Und
weiß es nicht. Also ich bin da sehr gespannt, was er jetzt noch machen kann. Jetzt wird er hier noch gecreepjackt. Ich glaub's nicht. Und jetzt geht Insolence vor hier. Zwei Incinerative Runs durch die Creeps. Trotzdem noch drei Windrider dabei. Ja, die Windrider, die gilt es natürlich jetzt für den Undead, so schnell wie möglich irgendwie dort wegzukriegen. Denn da kommt schon der Fokus und immer in Snare und dann Fokus mit den Windridern. Das ist natürlich sehr effizient. Schöner Stomp. Jetzt geht's hier direkt auf den Lich. Der Lich kommt da hinten noch raus. Level 3 haben wir jetzt. Das entscheidende Level 180 Mana. Das heißt, das reicht auch mal für eine schöne Nova. Da ist sie eben gekommen. Nächster Windrider geht down und der Death Knight muss sein Town Portal ziehen. Aber genau im richtigen Moment haben wir gesehen, da kam der Stomp und gleichzeitig dann auch das Town Portal. Ich meine, besser geht's gar nicht. Das war vom Timing perfekt. Kann man sagen, was man will, ob es Glück oder können war. Ich meine, Port ist Port und er hat es noch eben so geschafft. Jetzt sehen wir 33 Supply und das ist Try Upgrade. Ich weiß es, ich glaube, es ist da. Wir haben es jetzt nicht genau richtig mitverfolgen können. Aber wenn jetzt hier gleich nochmal drei Destroyer kommen, dann kann es dieses Blatt nochmal ganz schnell wenden. Wir sehen nämlich, Insolence hat 38 Supply, was überhaupt gar nicht viel ist. Ja, also hat auf jeden Fall Supply eingebüßt bei diesem Battle. Definitiv. Ich glaube, dieser Fight gerade ging zugunsten von Friedrich F. Ich glaube, im großen Vorteil aus. Und jetzt hat er 34 gegen gerade mal 42 und es ist Supply nicht mehr 13 Unterschied. Es wird immer geringer und die Heroes hier von Friedrich F. von Bam natürlich werden immer besser. Und ja, jetzt haben wir gleich Level 4 Death Knight und der Ork, der muss sich jetzt erstmal zurückziehen in seiner Base. Braucht erstmal ein paar Ladungen von Healing Selves und der Undead kann währenddessen wunderbar creepen. Wir sehen hier, der muss das Town Portal kaufen, es kostet 350 Gold, das ist nicht so wenig. Zeitgleich muss man sagen, er kann wenig creepen. Jetzt hier der Undead weiter creepen, Level 4 Death Knight, wie du schon erwähnt hattest, und 3,5 der Lich. 41 Supply jetzt für den Undead, also das sieht nicht gut aus für Insolence. Dazu muss man natürlich sagen, wie wir am Anfang schon erwähnt hatten, ich glaube, Turtle Rock ist eine der besten Maps für Bam, auch für Undead grundsätzlich. Hier sehen wir jetzt noch eine Abomination mit dabei, die in der Front natürlich ideal blockt. Und damit kann man die Raider und auch die Grunts schön ausschalten. Ich bin sehr gespannt, wie der große Kampf hier gleich ausgehen wird. Ja, und das ist lustig, eben war Friedrich Efter ja so ein bisschen vor diesem roten Spot und da hat Insolence da hinten ein bisschen gelauert, hat sich jetzt schnell hinbewegt, dachte, er kann ihn hier creep checken, aber Friedi war schon wieder auf dem Weg zurück in die eigene Base. Und Friedi könnte vielleicht das machen, was eigentlich Insolence wollte, ihn creepjacken. Was haben wir jetzt noch, ein Amulett gefunden? Nein, war das jetzt? Flute of Accuracy, ja, hat genau. Er gefunden. Schöne Aura eigentlich. Nur für die Wyvern, Windrider. Geht es eigentlich noch ganz okay? Oh, die Kodo, die kostet Geld, die war wichtig, gerade gegen die Abo. Und die ist direkt gefallen, jetzt das Town Portal, die sofort von Insolence, muss sich verziehen. 46 gegen 44 Supply. Das wird nochmal ein richtig enges, knackiges Spiel. Da bin ich sowas von überzeugt. Der Kampf hier, den wir gleich sehen werden, wird sauknapp. Jetzt sehen wir aber schon zwei Abomination mit im Spiel. Ja, der Undead hat jetzt schon einen schönen Mix von Units. Da bin ich auch derselben Meinung. Wir sehen hier einige Crypt Fiends, die Abominations sind dabei. Und natürlich, was eigentlich so eine Armee auch ausmacht, die Heroes beim Undead. Es gibt nichts Wichtigeres beim Undead als die Heroes. Ich meine, in jeder Rasse ist natürlich der Hero extremst wichtig. Aber ich glaube, bei Undead ist es einfach das Allerwichtigste. Und mit der Coil, mit der Nova kann man einiges reißen. Wir sehen die Nova hier auf, den Ogre Lord Level 7 gehauen und der geht so schnell down. Oh, sogar noch Cloak of Immolation oder Cloak of Flames. Also, das sieht momentan, würde ich sagen, richtig gut aus für Friedrich F. Anfangs habe ich ja eigentlich gedacht, das könnte ein schmerzhaftes Spiel werden für Bam, der jetzt hier momentan doch gut vorlegt. Wir sehen, TC sollte sich jetzt so langsam sicher mal Level 4 nähern. Ist kurz davor, aber den nächsten Spot muss er noch angehen, der reicht hier nicht. Zwei Kodos, 57 Supply gegen 49 und Bam sammelt jetzt viel Gold. Ich meine, er geht nicht über 50 Supply, er hat 600 Gold auf Reserve. Im Gegenzug auf Seiten von Insolence 160 Er ist schon Gold. Über 50 Supply gegangen, 57. So, was sehen wir hier? Blade Master scoutet ein bisschen, guckt sich an, was hier der Undead momentan macht, kann aber nicht so viel gegen Mann. Vielleicht kann er jetzt gleich einen Creep-Check ansetzen, aber vielleicht kommt da die Coil oder Nova. Ah, zu früh. Bisschen Pech gehabt. Schön gedacht, hat aber noch nicht ganz gereicht. Oh, der Windrider hier. Der ist gefallen, aber auch die Statue dürfte jetzt einen Gegenzug fallen. Oh, jetzt sehen wir hier den Go mit Speedscore rein und frisst hier zwei Abominations. Soll sie sofort mit diesen Kodobis verziehen? Ich meine, das ist 8 Supply, es kostet viel Gold. Ja, das ist ein schöner Move, immer mit den Kodos und in Verbindung mit Scroll of Speed reinrennen, sich irgendwas schnappen und direkt wieder zurück. Oh, wie schön er das macht. Diese Crypt Fiend wird wahrscheinlich wieder rauskommen, aber hier ist die nächste Kodo, hat schon was gefressen. Und das sieht doch wieder ganz gut aus, was Insolence hier macht. Hat ja, wirklich Stufe die Einheiten weg. So, was sehen wir hier? Ja, wie du sagst, Stufe 4. Die Kodo, kommt die noch weg? Oh, der Stomp, der hat gerade eben noch so gepasst mit diesem Death Knight. Death Knight hat sich auch einen Healing Potion eingepackt, weil es war jetzt schon die ganze Zeit immer so ein bisschen knapp am Limit. Da wurde der Death Knight schnell unter Druck gesetzt, da musste er sein Town Portal ziehen. Jetzt kann ich hier ein bisschen länger überleben. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie viel Supply hat Friedrich F. denn jetzt überhaupt noch? Ich meine, hier ist eine Abo drin, sind schon mal 8 Supply.
Hier, was haben wir denn überhaupt noch? Das wären gerade mal 29. Diese Abo könnt ihr vielleicht nochmal zurück ins Spiel holen. Sollte die Kodos jetzt hier schleunigst wegkriegen. Ja gut, Abo Nummer 1 ist wieder im Spiel und ich glaube Nummer 2 kommt auch wieder raus. Da verliert Insolenz jetzt wichtiges Supply. 2 wichtige Kodobis. Und jetzt geht's hier mit dem Insnare auf den... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein, definitiv nicht. Verliert ein Raider, Level 5 jetzt für den Death Knight. Oh, der Lich, der kriegt nochmal eine Coil, hat's nochmal eben geschafft, aber muss jetzt erstmal ein bisschen zurück. Ja, man muss halt den Lich fokussen und dann den Stomp setzen, dass der Death Knight keine Coil mehr schmeißen kann und dann den Lich zur Strecke bringen. Ganz wichtige Sache. Sprich's hier an. Was sehen wir jetzt hier? Der Death Knight, Level 5. Ich meine, so schnell kriegt den keiner platt. Selbst wenn das surrounded wird. Oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das mit dem Surround wird. Ich meine, hier mit dem Clock of Flames ist das schon nicht so angenehm. Na gut, jetzt port er sich raus. Was sehen wir hier? Oh mein Gott, ich glaube, dieser Blade sieht nicht gut aus. Aber vielleicht kommt da der Death Knight. Und schöne Abo-Block haben wir hier. Also, es gibt kaum eine Einheit, die unmobiler ist als ein Abo. Aber wer da einen Blade Master blocken kann, also, da muss man doch sagen, Respekt. Na, da schiebt einmal so ein riesiger Fleischberg seinen Arsch vor so einem kleinen Blade Master hin und her. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das Spiel ist nach wie vor richtig spannend. 48 Supply gegen 39, aber vergessen dürfen wir nicht, Bam hat noch 700 Gold auf dem Konto. Der könnte locker auf 50 Supply kommen. So, und was eigentlich ganz wichtig ist, was wir beim Rock grundsätzlich sehen, irgendwann eine Echse auf Tier 2. Die haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwann kommen wird, ob sich Insolenz überhaupt traut zu expandieren. Jetzt sehen wir hier einen Arbeiter. Oh, das könnte es dann doch vielleicht sein. Naja, will sie vor der Base positionieren. Man hätte das ja auch vielleicht auf der 13 Uhr Position machen können. Wäre auf jeden Fall sehr gut gewesen, aber es hat ja nicht ganz so, geklappt. So, was sehen wir jetzt hier? Ein Scout-Skelett ist gerade kaputt gegangen durch die Creeps. Blade Master noch nicht Level 5 und er hat keinen Mana mehr, was auch natürlich nicht ganz so ideal ist. So, jetzt schaut er sich das alles hier nochmal an. Läuft dran vorbei und wir sehen, er hat auch gerade Hitpoints verloren, obwohl er im Windfog ist. Allein nur wegen Clock of Flames. So, Expansion ist jetzt im Bau. 48 Supply gegen 45. Und ich muss sagen, jetzt könnte es nochmal bitter werden für Bam. Aber jetzt kommt der Creep-Check, weil hier Friedrich F. Bam hat schon oben sich den roten Spot geschnappt. Und jetzt möchte hier der Ork, jetzt möchte Insolenz natürlich hier einen wunderbaren Creep-Check anbringen. Da kommt der Storm. Wunderbar. Und das sieht richtig gut aus, was er hier momentan macht. Dieser Abominator, ich krieg nochmal eine Keule ab, ist wieder auf vollen Hitpoint-Zahlen. Dieser TC, oh, was war das für ein Storm? Mitten rein, der hat alles getroffen. Hier nur der Lich nicht betroffen. Schön gemacht, aber der Blade Master hier, Level 4, schon auf 440 Hitpoints runter. Das ist natürlich übel. Er hat noch einen großen Healpot, der darf sich wagen, er kann sich trauen. Die Creeps im Rücken hauen. Beide Kodos down. Das sieht nicht gut aus, wenn die Creeps von hinten mit draufschlagen. Was haben wir hier momentan noch? Insolenz noch mit 43 Supply. Ähnlich bei Friedrich F. hat noch 42 Supply. Wir sehen hier auf, die Cryptfiend wird eingeschlagen. Und Grunts, sie sind natürlich nicht ganz so mobil und hauen hier tatsächlich nur auf eine einzige Cryptfiend ein. Die hat er gerade erwischt. Hier geht's nochmal kurz auf den Blade Master. Er hat seinen dicken Healpot schon genutzt. Die Statues werden jetzt hier angegangen. Vor allen Dingen haben wir hier eine Scroll of Speed, eine Scroll of Beast genutzt bekommen, gesehen bei Insolenz, der sich jetzt eine Statue nach der anderen raus fokust. Und nochmal ein schöner Stomp. Die nächste Fiend ist hier unter Beschuss. Schön gemacht. Der TC ernähert sich Level 5. Und wir wissen ganz genau, was bei Level 6 passiert. Das Ding ist fast nicht mehr zu zerstören. Die Kuh des Spiels hier. Und wir sehen, er zieht sich doch nochmal lieber zurück. Coil nochmal auf dem Grunt. 37 gegen tatsächlich 43 von Bam. Er hat seit langer Zeit wieder mehr Supply als der Ork. Und das ist natürlich ganz wichtig hier, um dieses Spiel mit nach Hause zu nehmen. Ja, ganz wichtig ist auch die Expansion, die der Insolence immer noch am Laufen hat, also die jetzt gerade im Aufbau befindlich ist. Und ja, es ist wirklich ein sehr spannendes Spiel, also das hatte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Also ich hatte eher gedacht, dass Insolence da stark dominiert. Wir sehen hier den Lich, der ist jetzt auf Level 5 angelangt. Der Blade Master, der muss sich wirklich nur noch einen einzigen Creep hier schnappen. Hat auch wieder genügend Mana, könnte sich jetzt trauen. Ja, er geht auf die Statue. Oh, Critical und die Windwalk. Jetzt kommt er von der Seite mit der Speed Scroll rein. Wie sieht's aus? Kriegt die Statue nicht down? Ich glaub's doch nicht. Ein kleines Déjà-vu. Schöner Stomp. Level 5 Blade Master haben wir jetzt. Auch der Down Chief, denn der dem wählt nicht mehr viel zu Level 5. Und jetzt versucht er sich hier immer wieder einzelne Abominations rauszupicken. Da hinten tobt der Blade Master immer noch wie ein Berserker. Also das sieht richtig gut aus, was aber momentan Bam macht, muss man sagen. 52 Play gegen gerade mal 41, hier fällt nochmal gleich der nächste Grunt. Bereicht das 38? Ja, der fällt durch einen Schuss der Cryptfiend. Haben die Leute überhaupt Upgrades? Ich weiß es nicht. 1-1 sogar. Nicht schlecht. Level 5 Blade Master, Level 4 immer noch TC. Der muss doch irgendwann mal auf Level 5 kommen. Ich fasse es nicht. Jetzt hier kommt nochmal ein Storm. Jetzt geht's auf Lich. Ich fasse es nicht. Hat der Mana? Ja, der Dicker hat genügend Mana. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, oh, oh. Das sollte er doch lieber nicht machen. Diese Kodo hat wieder ein Abo gefressen. Mehr Kodos sehe ich aber in-game hier momentan nicht. Der Blade Master muss zurückkehren und Invupot einen kleinen momentan, muss man noch dazu sagen.
Und das ist jetzt ein sehr, sehr entscheidender Battle, weil wenn er diesen verliert, dann verliert er auch die Expansion wahrscheinlich. Und dann hat er das ganze Game verloren. Ja, nächste Kodo ist befreit aus den Fängen. Nächste Abomination ist befreit aus den Fängen der Kodo. Und wir sehen nur noch 34 Play auf Seiten von Insolenz. Der hat kein leichtes Leben hier. Hat wirklich ein schweres Spiel hier gerade gegen Bam zu absolvieren. 52 Play hat Bam und jetzt holt er wirklich noch hier seine Echolights vor. Was will er damit machen? Will er damit jetzt expandieren? Will er damit frech sein? Möchte seinem Mundwerk nachkommen und damit zeigen, ich kann's, ich hab's euch gesagt und jetzt beweise ich's? Ich weiß es nicht. Will ihr vielleicht einen Hero Kill mit den Akolyten anbringen? Um Surround. Eine komplette Demütigung dem Gegner zuzufügen. Ich bin sehr gespannt. Stomp jetzt nochmal hier rein. DK ist gestompt. Der kann sich momentan nicht bewegen. Jetzt geht's hier auf eine Crypt Fiend. Aber der Blade Master Level 5, der muss aufpassen. 33 gegen 52 Supply. Das sieht alles andere als gut aus. Oh, aber der stompt da eben. Der saß ja schon wieder wie eine 1. Ja, da stand alles. Oh, der Blade Master hat keinen Taubon mehr. 12 Hitpoints. Oh mein Gott. Da fliegen noch gerade die letzten Fäden der Fiend und erlegen den Blade Master. Ich fass es nicht. TC ist doch jetzt Level 5 gekommen. Aber und da kommt der Akolyten-Surround und GG. Das Spiel ist zu Ende. Bam hat gewonnen. Wir haben es gesagt. Akolyten-Surround vielleicht. Man weiß es nicht. Und da hat sich ja das am Ende doch noch gemacht. Also, ui. Nicht schlecht von Bam. Also ein guter Auftakt für unser letztes Spektakel, was wir heute bei den EPS, bei der EPS-Relegation noch erleben dürfen. Was wir als Warcraft 3-Spieler sagen können, wir können heiße Spiele bringen, ohne 5 Stunden zu brauchen. Das ist schon mal etwas, so was glaube ich. Kurz und knackig, das ist unser Motto. Ja, und ich glaube, damit haben wir gerade bewiesen, dass Warcraft 3 doch richtig heiß ist. Und das in diesem entscheidenden Spiel, es steht jetzt 1-0. Und ich freue mich auf die zweite Map, muss ich sagen. Ich auch, also da können wir einiges erwarten. Ich glaube, Insolenz wird jetzt zum einen sauer sein, MTW wird zum anderen sauer sein. Und ja, Bam lacht sich, glaube ich, gerade ins Fäustchen. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es stark an. Ja, also ich bin echt gespannt. Also Insolenz, er muss das doch, also er hat, das muss er doch schaffen. Ey. Der war als einer der Favoriten hier ja. in diese Relegation gestartet. Bam, den haben viele schon aufgegeben. Ja, also für mich ist Insolenz ja momentan ohne Probleme Top 3 Org in Deutschland. Ich meine, es gibt wenige Undeads in Deutschland, das muss man ja mal dazu sagen. Aber ich würde ganz klar sagen, Proteus und Ixod sind ganz klar vor Bam. Ja gut, dann sind halt einfach nicht mehr so viele da. Crafty, na gut, der scheint nicht so fit zu sein. Wen haben wir noch? Ah, HLA haben wir noch. Genau. Ein Nachwuchstalent. Könnte schon in die EPS, aber hat es natürlich nicht gepackt, in die Quali mal sich in die Quali reinzuspielen. Ich weiß gar nicht, warum. Das Zeug dazu hätte, glaube ich, momentan definitiv. Auf jeden Fall. Also er hat wirklich sehr, sehr starke Leistungen in letzter Zeit gezeigt. Und ja, davon abgesehen haben wir eigentlich gar nicht mehr so viele Anlässe. Also mir tut es jetzt leid, wenn ich jemanden vergesse. Nuts natürlich, der aber auch momentan, ich glaube, dadurch, dass er direkt abgestiegen ist, auch die Lust und Motivation wahrscheinlich an Warcraft 3 vorerst verloren hat. Was das für eine Saison war. Ich glaube, der hat nur einen Sieg und 17 Niederlagen oder so kassiert. Also das war ja eine Schmach. Aber diesen Sieg, war der nicht gegen Bam? Könnte sein. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier noch ausgehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Map. Ich guck mal direkt, ob wir es schon haben. Noch nicht, deswegen warten wir noch ein paar Sekunden ab. Wir haben ja noch Zeit. Ich aktualisiere in dieser Situation einfach mal die Tabelle. Ich kann ja mal vorlesen. Das ist eine gute Idee. Und wir wollen euch noch nicht zu viel verraten, wie es jetzt insgesamt aussieht. Einige wissen es wahrscheinlich eh schon, aber für die Leute, die es noch nicht wissen, halten wir es noch ein bisschen spannend, wer sich schon in die EPS qualifiziert hat. Genau, wir am Schluss, die kommen die magischen Namen für die nächste Season. Und ich kann euch nur sagen, es wird richtig fett nächste Saison. Ich meine, es geht um richtig, richtig viel Geld. Zum einen, es geht um, wie viele Interfree Night Games haben wir? Ungefähr mal 10 Interfree Night Games. Und jedes Interfree Night Game ist so geil. Ich meine, ich freue mich mal riesig vor Ort sein zu dürfen. Und ich meine, die Spiele sind ja auch einfach der Wahnsinn. Das ist einfach die Königsklasse in Deutschland. Ja. Und man kann einfach nur an Spiele wie Spell gegen Mio. Ich meine, leider Gottes hat Spell jetzt aufgehört, muss man dazu erwähnen. Aber ich glaube, wir werden einen würdigen Ersatz finden in Kürze. Ich weiß noch nicht wen, aber ich meine, Fire ist ja auch einer der Kandidaten, die vielleicht in Zukunft Spells Platz einnehmen können. Ob er dann endlich Mio schlagen kann, ist die andere Frage, aber heiß und knapp wird es auf jeden Fall machen. Ja, es erinnert mich immer, die ESL Pro Series Deutschland erinnert mich immer an so eine große WG. Da sind irgendwie so ganz viele Individualisten drin und ist ja jeder so sein Typ. Korugnoll, der die ellenlangen Statements macht, damals noch Taker natürlich mit seinen Towern. Ja. Und also es ist wirklich so ein sehr lustiger Mix und ich glaube, in der nächsten Season, da haben wir auch wieder solche Kandidaten da drin. Also einen haben wir auf jeden Fall schon mal. Definitiv. Aber also hier bilden sich richtige Charaktere, also Persönlichkeiten. Und jeder hat so seine Macken, jeder hat so seine Stärken.
Und auch in Warcraft 3 merkt man das dann am Spielstil. Bei Mio merkt man es dann, dass er einfach der Defensive ein bisschen campen und dann ganz ruhig angehen, gechillt Fast sein. Expansions erstmal. Spell ist so ein bisschen der aggressivere Typ. Zwar nicht so richtig aggressiv, aber er weiß ganz genau, ich muss Druck machen, das mache ich auch. Das macht er ruhig, das macht er richtig. Letzten Endes hat es zwar nie gereicht gegen Mio, aber gegen alle anderen. Ohne Probleme. Ja, und es gibt so viele Spieler. Ich meine, auch ein Lash, der ist ja schon seit Anfang an dabei. Ja. Der ist auch so, der hat seinen eigenen Style. Ich meine, der dreht Dinger, das hat noch kein anderer Mensch gesehen. Na, da haben wir ja auch gerade von Giga eSports unsere Erfahrungen gemacht. Manchmal am Wicked Wednesday, nö, Telefonnummern, warum brauche ich jetzt ein Telefoninterview machen und so. Also manchmal ärgert man sich drüber, aber man liebt es ja eigentlich auch. So eine Hassliebe entsteht da manchmal während so einer ganzen Season. Ja, wie in der einen oder anderen Beziehung. Einige können Liedchen davon singen, andere wiederum nicht. Also, ja. Da geht einiges. Ja, ich guck noch mal kurz im WAG-TV. Ich glaube, wir werden wenige Sekunden. Na, noch nicht ganz. Vielleicht. Ich meine, es geht wirklich um den PS-Bot. Ich meine, da geht der eine vielleicht noch mal aufs Klo. Ich kenn's ja selber, als ich damals gespielt habe. Ich bin nach jeder Map aufs Klo gegangen, hab dann am Ende Brennen am Po gehabt, aber es ging schon. Von daher, ich kann nur sagen, entschuldigt das, wenn die mal kurz aufs Klo müssen. Ja, Insolenz, vielleicht ein bisschen Yoga oder so und bam, haut noch mal ein paar Flames, schreit so durchs ganze Dings, um die ganzen Leute einzuschüchtern. Gib noch mal kurz ein Statement auf Readmore, genau. Was er jetzt gerade von Insolenz hält oder so. Wir wissen es nicht. Ich meine, die Psychologie heute, so psychologische Kriegsführung, das erlebt man überall, auch in Warcraft 3. Definitiv. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig. Also ein bisschen den Gegner immer so pieksen, mitten ins Herz stechen, da, wo es ihn richtig trifft. Hast du ja damals auch gemacht. Ich kann mich noch erinnern, vom Intel Friday Night Game hast du gesagt, ich gewinne locker. Du hast gar keine Chance, 2-0, das geht ganz easy aus. Und das sind ja auch solche Sachen, da merkt man das schon, dass die Gegner dann ein bisschen Schweißperlen kriegen. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig. Auch wenn man weiß, man ist momentan nicht so fit, einfach mal einen großen Spruch rauslassen. Und wenn man auch einen Sack kriegt, okay, hat man auch einen Sack gekriegt, kriegt ein paar Flames. Aber ich meine, wenn es dann klappt, dann hat man vielleicht gewonnen, weil man den Gegner einfach unter Druck gestellt hat und sich einen kleinen Vorteil erarbeitet hat. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich habe das bei Mio lange, lange Zeit nicht gesehen. Diese EPS-Finals hat er es dann tatsächlich gemacht, hat gesagt, ich klatsche ihn einfach locker weg. Fire wird sowieso nur Zweiter, wenn überhaupt. Und ja, letzten Endes hat er Mio ja wieder gewonnen. Ich glaube, auch ein Mio sammelt jetzt mal richtig Selbstbewusstsein und das wird richtig cool. Ja, das ist einfach ein Ehrgeizbolzen. So, jetzt gucke ich mal kurz. Crafty, das hatten wir schon lange. So, wo sind wir denn? Da sind wir doch. So, und jetzt steht es hier momentan 1-0 für Bam. Unerwartet, muss man sagen. Und die Map war gerade Turtle Rock. Ich bin sehr gespannt, was wird die zweite Map sein? Man kann... Oh, da geht's weiter. Oh, 0 Minuten. Also Map? Tyrina Stance. Da bin ich mal sehr gespannt. Oha, das wird interessant. Ork gegen Undead. Ork gegen... ja, wir wollten es ein bisschen kommen lassen. Ganz ruhig. Und die Welle, sie kommt und kommt. So, und ich würde sagen, ich stecke den magischen... Hatte ich eigentlich gerade den Zettel drin? Ja, ne? Doch, ich hatte den Zettel drin. Ich weiß, ich bin so aufgeregt gerade. Ich auch. Also ich meine, es geht jetzt wirklich um die Zukunft, sagen wir mal, von Warcraft 3. Ja. Wie wird unser nächstes Jahr aussehen? Mit welchen Kandidaten haben wir es hier zu tun? Ja. Insolence oder mit einem Bam? Ich meine, Bam, da würden sich manche freuen und manche ärgern, je nachdem, wie ihr persönlich ausgelegt seid. Ja. Wenn ihr auf Stress steht, wenn ihr auf Aggression steht und auf den einen oder anderen Flame, dann würde ich sagen, macht ein Forum-Thread auf, votet für Bam. Sonst, wenn ihr auf den ruhigen Typen steht, der so alles gemächlich angeht, der die starken Orks Blut hat, einfach mal für Insolenz wählen. Oder vielleicht einfach mal Nettes schreiben über die beiden oder bei einem von den beiden. Gedichte von Phipps haben wir lange nicht mehr gehört. Zum Beispiel, da geht's so einiges, denke ich. Ja, darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ich meine, so ein Stresser gehört ja eigentlich auch immer in jede WG. Also, wenn man so irgendwie, ich weiß nicht, da gibt's ja manchmal auch so große Show-WGs, die im Fernsehen gezeigt wurden. Also, da muss dann auf jeden Fall viel. So da muss Ärger muss sein. Ein bisschen einer muss sein, der das ganze Haus noch mal ein bisschen aufweckt. Der dann, also ich bin dann derjenige, der das Licht anmacht morgens, wenn alle schlafen. So Musik aus. Anmacht, wenn alle schlafen. Oder ich weiß nicht, vielleicht ich weiß, irgendwas Stressiges halt macht, was keinem gefällt. Und das werden wir jetzt hier gleich sehen. Also Tyrina Stand. Das heißt, wir gehen rein und ich freue mich auf die nächste Map. Wir haben hier den Farseer als First Hero. Eine etwas andere Wahl. Und auf der anderen Seite, zu erwarten, ja, der Death Knight natürlich hier als First Hero. Ghoul-Strategie. Man sieht die Crypt-Fiend-Strategie eigentlich nur noch sehr selten. Kann man da mal dazu sagen. Denn man wählt ja eigentlich zwischen Ghoulen oder zwischen Crypt-Fiend, also zwischen Crypt-Fiends und Ghoulen. Passiert da recht selten momentan. Ja, Sweet benutzt es noch öfters, aber er ist ja auch als der Fiend-Meister bekannt. Definitiv, ebenso wie Lucifer. Also die beiden, die tun es ja nicht sehr viel. Und ich weiß nicht, also Ghouls gefallen mir persönlich sehr gut.
Und, was ist denn da der, so der Vorteil, wenn man Ghoul spielt? Was ist der Vorteil, wenn man Fiend spielt? Ich denke, wenn man Ghoul spielt, ist der Vorteil ganz klar, wenn man gegen viele Raider spielt, sind Ghouls einfach viel effektiver. Weil die fressen die Raider einfach auf. Auch Grunts schaffen sie mal eben so aufzufressen. Natürlich ist der TC da so eine Wucht, wenn der mal eine schöne Wave oder einen Stomp setzt zwischen allen Ghoulen. Okay, aber Pech, aber ich meine, das macht es einfach aus. Micromanagement, und das muss man haben. Auf der anderen Seite Crypt Fiends, ganz klar, wenn man weiß, der Spieler, jemand wie Humanic, bestes Beispiel, spielt immer er, immer. Das sind Crypt Fiends natürlich die ideale Lösung. Mhm. Dann hat man schon Crypt Fiends auf Tier 2, kann eben Web erforschen, dann ja, rusht man eben weg. Ich denke, Crypt Fiends sind sehr gut, wenn man jemanden vor sich hat, der zum Beispiel zum einen vielleicht früh Tech mit vielen Crypt Fiends dann Go macht, das eine oder andere Burrow kicken kann. Gegen Windrider sehr gut. Und ja gut, fürs Late Game sind sie natürlich auch ideal. Ich meine, wir sehen ja, wenn man Ghoul spielt, auch später ab und zu mal einige Crypt Fiends. Genau. Im Late Game dann gut damit bestehen zu können. Ich denke, das ist dann sehr wichtig. Aber hier haben wir hier jetzt Ghouls. Also das heißt, der Farsi ist doch jetzt schon eine gute Wahl, weil mit seinem Chain Lightning später, wenn er noch ein Town Chieftain mit einer Wave dazu kommt, kennen wir spätestens als Human-Spieler sehr gut. Da ist nicht gut kirschenschlecht. Ich denke auch, also gerade jetzt mit dem Farsi hier, denke ich auch nicht unbedingt, dass da die Stomp wiederkommen wird. Ich weiß es nicht. Ne. Stomp und Wave finde ich ja beides nicht gut. Je nachdem, ich meine, Wave kann man einfach irgendwo reinsetzen, man trifft eigentlich immer was vom Undead, da läuft so viel Kleinskrams rum, was zu verfehlen, ist schon ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite, Stomp ist ein bisschen schwieriger zu handeln, aber ich meine, manchmal steht der TC so glücklich, dann stompst du einmal und dann stompst du wirklich alles und dann kannst du eigentlich wirklich alles aufessen. Und ich weiß, ich bin sehr gespannt, wie Insolenz jetzt hier schlagen wird und welchen Skill er wählt. Aber ich meine, wir können jetzt die ganze Zeit vom TC reden. Wir können philosophieren. Da kann auch was ganz anderes kommen. Sehen wir gleich einen Shadowhunter zum Beispiel. Ich meine, könnte auch sein. Aber ich meine, der ist dann auch wieder gegen die Fiends eher besser, oder? Denke ich also auch. Also gerade mit Hex. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Also ich gehe auch davon aus, dass es natürlich der TC wird. Gerade gegen Ghoule. Aber Insolenz, ich meine, er ist der Ork, er weiß es besser. Von daher warten wir ab, was er zu sagen hat. Was er uns in diesem Spiel zu bieten hat. Wir sehen hier den Scout von Friedrich F., von Bam, der sich hier mit seinem richtigen Namen gekürt hat. Aber das ist ja auch, finde ich, gar nicht so schlecht eigentlich, denn seine eigenen Namen so ein bisschen präsent zu machen, damit die Leute wissen, oh, Friedrich F., das ist doch der Bam. Manche kennen zwar irgendwie den Nick von jemandem, ich meine, klar, das ist der Miu, das ist der Taker, wer heißt denn der mit richtigen Namen? Ich meine, viele wissen es, aber ich glaube, es könnten auch viele mehr sein. Ja, also ich denke, das ist dann vielen Zuschauern überhaupt nicht richtig bewusst, wer ist das überhaupt. Aber das ist halt so noch dieses alte, diese Warcraft 3, diese Magie, die da auch vielleicht teilweise ein bisschen ausstrahlt, dass da immer so dieser Name im Raum steht, Taker. Das muss es auch sein. Ich meine, wie viele Künstler geben sich einen anderen Namen? Ich meine, der Nickname, es gehört einfach zum Computerspieler dazu. Ja. Und kennen wir auch von uns, also ich meine... So, und jetzt würde ich sagen, reden wir ein bisschen weniger über unsere Nicknames, reden wir mehr über das Spiel. Wir sehen hier, das Burrow wird gerade attacked von den Ghoulen und dem DK, hat gerade schon den Shop gekickt, die Voodoo Lodge, hat bisher aber sonst nicht so viel Schaden machen können, außer dass er die Ressourcen ein bisschen verhindert hat, denn er konnte nicht abseilen, musste wirklich alle drei Burrows füllen. Ja, beide attackieren sich hier gegenseitig und versuchen, an so viel Schaden wie möglich anzurichten, und gerade hinten auf die Akolyten, da geht's natürlich, ja. Die sind natürlich ganz wichtig. Es ist schon Tier 2. Was natürlich die Frage ist, bringt es jetzt überhaupt noch so viel da reinzulaufen? Nämlich jetzt muss sich Insolenz rausporten. Und hat er eigentlich so viel Schaden gemacht, ist die Frage jetzt. Was hat er erwischt? Ich sehe hier einen Acolyte, hat einen nachgebaut. Also hat er doch wirklich tatsächlich nur einen Acolyte wahrscheinlich gekickt. Zum anderen muss er sich porten, muss sich jetzt heilen. Hat eine frühe Expansion, was ich sehr, sehr gut finde. Was ich aber auch gleichzeitig sehr riskant finde. Denn bei einem entscheidenden Spiel, ich meine, hier geht es um die Wurst. Wenn der jetzt verliert, ist er raus. Dann ist es zu Ende. Dann zu expandieren... Das zeigt, dass er immer noch irgendwo gelassen ist. Dass er immer noch weiß, okay, ich spiele meinen Style runter. Soll er doch denken, was er will. Ich mache einfach jetzt eine Echse. Vielleicht ist das auch gerade der Überraschungseffekt. Aber jetzt kommen hier schon die ersten Ghouls hoch. Die haben da den Braten gerochen. Und das wird Insolenz jetzt vielleicht den einen oder anderen Gesichtszug entgleiten lassen. Ah, wird das bitter, wenn Insolenz nicht in der EPS ist. Also ich würde es ihm ja schon persönlich gönnen. Aber Bam macht es momentan richtig gut. Er hätte es verdient, als Undead gegen einen Ork zu gewinnen. Ist auch nicht ganz so einfach. Jetzt sehen wir hier, der Farsi kommt. Er möchte jetzt die Ghoule hier verhindern, diese Expansion abzureißen. Das schafft er, macht den ersten Ghoul Platz. Hier geht's auf den zweiten. Ja, das sollte er doch packen. Das sieht ganz gut aus. Enge Kiste, aber letzten Endes hat er sie vertrieben. Zwei Ghoule gekickt vorher. Ja, Level 3. Mit Level 2 Wölfen, das ist eigentlich auch gar kein Problem. Also da, was die für einen Schaden machen. Jetzt Step of Teleportation genutzt zu einem der Ghouls. Jetzt muss er wirklich aufpassen. Kommt da noch Skelette, er hat keine Skelette mehr. Wird diese Expansion fertig, muss er sie abbrechen. Es sieht stark danach aus, als würde sie vielleicht doch noch abbrechen müssen. Und das macht er jetzt immer ganz schön, die Unit, die attackiert wird. Und die bricht er tatsächlich ab.
Oh, das ist natürlich jetzt schon ein herber Rückschlag für Insolence. Das kostet vor allem richtig viel Gold und Holz. Wir sehen das, wie wenig Holz und Gold nur noch da ist, obwohl er abgebrochen hat. Sie wurde nicht abgebrochen, er hat sich selber abgebrochen und trotzdem nur noch unter 100 Holz da. Und er hat hier in der Base nichts Besonderes mehr gekauft, was irgendwie oder gebaut, was Holz kostet. Man sieht einfach, wie hoch diese Ressourcenverlust ist, wenn man Gebäude abbrechen muss. Das unterschätzen viele Leute. Ja, und gerade auch, ich meine, der tat sich ja nicht viel. Der hatte jetzt die zwei Ghouls da gehabt und den Death Knight, hat ein bisschen drauf eingeprügelt, aber das war jetzt nichts Besonderes. Aber die Expansion ging dann wirklich, musste er abbrechen. Das tut ihm bestimmt schon weh. Jetzt Town Chieftain, hier als Second Hero, gucken wir mal, was er geskillt hat. Das werden wir wahrscheinlich gleich erst erfahren im Battle. Ich glaube auch noch, dass er momentan seinen Skill nicht einsetzen wird. Sollte ihn Farsi vielleicht nach hinten verziehen. Jetzt kommt aber auch schon der Death Knight mit dem Lich hier, Level 1. Und Rock of Necromancy hat er auch wieder mit dabei. So, jetzt ist es richtig bitter. Wieder gecreep-checkt. Wie perfekt das Ben momentan macht. Wieso hat er vorhin nicht schon so gespielt, ist jetzt die Frage. Jetzt hier dominiert der Insolence. Einen der besten Orks in ganz Deutschland. Einen, der für mich ein wirklich großer Newcomer ist. Und jetzt hier auf einmal wirklich arge Probleme gegen Ben hat, der doch eigentlich nicht so stark gegen Orks sein sollte. Zumindest was die Rassen sagen. Und Insolence wirklich, also sehr aggressiv wie hier. Bam steht irgendwann mit so einem Bayern Heroes, Schlawenzel, der so ein bisschen außen rum. Dann mal eine kleine Keulen, jetzt eine Nova. Und da geht schon der erste Grunt wieder down. Also das macht er richtig gut. Wir sehen auch gerade mal 45 gegen 40 Supply. Das ist so ähnlich. Das kann nicht sein eigentlich, dass der Einheit jetzt schon so viel Supply hat, beinahe, wie der Ork. Und das in diesem Midgame, was wirklich noch sehr früh ist. Und hier, wir sehen Black Citadel, Tier 3 Tech. Das hat der Ork ja noch nicht mal. Er will gar nicht auf Tier 3. Er möchte sich auf seine Tier 2 Einheiten verlassen. Und das, naja, das klappt momentan einfach nicht so gut, wie er sich wahrscheinlich diese Situation vorgestellt hatte. Wir sehen hier Statue Upgrade, das Destroy Upgrade. Zwei Statues sind schon dabei. Also das sieht wirklich sehr gut aus für Bam. Ja, Bam spielt hier ganz routiniert sein Spiel runter, verliert hier nicht die Nerven. Bin sehr gespannt, was Insolence hier noch dagegen stellen möchte. Ich glaube, entweder ist er momentan, ich meine, er hat diese Expansion versucht, der war da einfach ganz lässig, fand ich auch sehr gut, aber Bam ist einfach so konzentriert momentan. Ich glaube, er hat es auch vorher mit dem Skelett gescoutet. Anders kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Der macht hier gar keinen Fehler. Überhaupt gar keinen einzigen Fehler. Und geht auch gar kein Risiko jetzt mal ein. Irgendwie, dass er mit dem Death Knight da ein bisschen zu nah herangeht, dass er einen Snare kassiert, einen Surround oder so, sondern ist immer auf so einem guten Sicherheitsabstand. Jetzt holt er seine ganze Armee da hinten her. Alle Ghouls, zwei Fiends haben wir da, zwei Statues. So, und wir wissen ganz genau, was aus Statues passieren kann. Destroyer natürlich. Und er hat genügend Holz, er hat gleich genügend Gold, um beide umzumorphen. Also ich meine, er hat ja genau 50 Supply, was soll er sonst noch machen? Und schon wieder ein Creep-Check. Jetzt rennt er natürlich mit den Ghouls erstmal rein. Blockiert hier den Undead. Was ist das? Ein Surround gegen den Farseer. Und der kassiert jetzt hier schon die nächste Call. Und der muss ein Townportal nutzen. Wo ist das Townportal? Er nutzt es nicht. Er hat kein Townportal mehr gehabt. Ach so. Wahnsinn. Ei, ei, ei. Ich glaub's nicht. Hier, nur noch 43 Supply. Hier fällt noch der Raider. Nur noch auf 40 Supply runter. Friedrich F. aka Bam hier mit 46 Supply. Er hat noch nicht mal ein Stat hier umgemorpht zum Destroyer. Was soll das? Er macht ihn wirklich lang ohne Probleme. Insolence hier wieder mit 49 Supply. Zwar hoch, er hat 5 Supply im Bau. Nein, 8 Supply sogar hier. Nee, noch ein Windrider. 4 Supply sind sogar so insgesamt 9. Aber hier in der Mitte steht wirklich kaum noch was. Einige Grunts. Ich verstehe diesen Unit-Mix nicht. Wieso nicht mehr Raider momentan? Wenigstens 2 oder so. Und jetzt sehen wir den Gau mit den Destroyern. Und das tut weh. Diese Burrows werden in wenigen Sekunden fallen. Hier sind 3 Windrider. Die müssen noch mal versuchen, was zu reißen. Aber das sieht nicht gut aus. 53 von maximal 50. Richtig bitter hier für uns. Boah, der Magic Damage wieder hier. Die Burrows, die gehen wirklich runter wie Öl. Und da kommt jetzt noch mal der Ork von hinten. Jetzt nochmal ein schöner Stomp da reingesetzt, aber der hat gesessen, aber du siehst es schon richtig hier. Er kann nicht viel machen, dieser TC Level 1, er reißt halt auch nicht ganz so viel. Oh, schöner Stomp, aber die Coil nochmal auf den Lich, das hat's gerettet hier. Ja, da ist immer schöner Sicherheitsabstand zwischen den beiden Heroes, zwischen Death Knight und Lich. Und da geht nochmal der Town Chieftain down, das heißt, der Death Knight ist immer so ein guter Abstand. Wenn der Town Chieftain seinen Stomp setzt, dann ist vielleicht der Lich ein bisschen betäubt, aber der Death Knight ist in der Reichweite, um immer wieder eine Coil nachzusetzen. So schaut's aus. Jetzt haben die Destroyer kein Mana mehr, was natürlich sehr wichtig ist. Aber eine Armee ohne Heroes. Ich meine, was soll das? Das bringt doch nichts. 44 Supply hat er. 40 kann er gerade haben. Er kann nicht hier nicht nachbauen. Es ist nur noch 40 Supply da. Und dieser Kampf sieht wirklich sehr einseitig aus. Das macht hier Bam so gut, wie ich ihn lange noch nicht spielen sehe. Vielleicht eins seiner besten Spieler, die jemals hier in einem offiziellen Spiel der ESL hatte. Und wir sehen hier die Windrider, sie fallen einem nach dem anderen. 32 Supply, kein GG. Ganz stark, kein GG. Insolence, der wird heute Abend ganz schön bittere Tränen in seinem Bett vergießen, das verspreche ich euch. Davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube, der wird keine ruhige Minute heute Abend im Bett verbringen. Der wird nicht ruhig schlafen. Somit Bam in der EPS, in der kommenden EPS, Season 10. Und das ist doch schon mal ein schönes Jubiläum. Auch für Bam hat's wieder geschafft. Also besser kann es doch für ihn gar nicht laufen, nach dem etwas schlechten Start.
Also den ersten Stress haben wir jetzt auf jeden Fall in der ASAP Rocky Series. Wir können gespannt sein, was in dieser nächsten Season noch alles auf uns zukommt und was er für Aktionen robben wird. Vielleicht sehen wir auch nochmal dann irgendwann ein Interview mit ihm, das Maxi führt. Und dann wird er uns die nächsten Wahrheiten offenbaren. Da wird er wahrscheinlich dann noch sagen, Quish und Take, was ihr alles gesagt habt, leckt mich am, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hab's euch bewiesen, ich kann's, so ungefähr. Wer weiß es, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir noch ein Video, ein Interview, ich würde mich riesig freuen. Also, was der jetzt da momentan zu sagen hat. Ich glaube, er wird da ganz leicht, weil ich sage, ach, das war doch alles, das wollte ich doch so. Erstmal ein Spiel verlieren, die Leute kommen ein bisschen rumheulen und dann zeige ich es allen. Wer weiß, was er so zu sagen hat. Ja, und ich denke, wir können jetzt, es ist ja auch schon ein Moment gekommen, wo man jetzt sagen kann, wer hat's denn jetzt geschafft? Ich würde sagen, wir rufen dazu, zeigt euch gleich noch die Präsentation auf. Ich update das nochmal eine Sekunde hier. Ja, update du das erstmal. Und dann wissen wir alle Bescheid, wie es dann letzten Endes ausgegangen ist. 2-0 hat Insolence hier verloren gegen Bam. Ich meine, wer als Undead in Deutschland kann sagen, dass er Insolence 2-0 einen Ork besiegt? Ganz locker, also wirklich ganz locker. Ich habe hier keine Schnitte gesehen für Insolence. Also im zweiten Spiel vor allem nicht. Im ersten ging es noch, aber im zweiten, da hat er wirklich bewiesen, was er drauf hat, der Bam. Ja, und ich meine, Insolence hatte ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere. Ja. Also ganz früher Project Cut 2, da kann ich mir nochmal K2 oder wie ihr das auch immer aussprechen wollt. Dann ist er dann zu G-Up Clan gewechselt. Dort war ich auch noch kurze Zeit mit ihm zusammen. Und danach direkt zu Infaculty weiter. Von Infaculty hat es wirklich geschafft, in die ESL Pro Series aufzusteigen. Und dann direkt Aufstieg, glaube ich auch, war das gewesen. Und ja, ab jetzt musste er in die Relegation, ist zu MTW gekommen, hatte wieder so einen neuen Hoffnung, hat wieder neue Motivation gehabt. Neuer Push auch dazu. Ja, neuer Push und dann plötzlich jetzt verliert er hier das Spiel. Also er hatte alle Chancen offen. Einmal gegen Kurgnol, hätte er schon den Sack zumachen können. Und dann nochmal gegen Bam, gegen beide verliert ihr hier jeweils 2-0. Ich würde sagen, jetzt haben wir so ein bisschen festgehalten, was hier gerade passiert ist. Das bringt mich sogar ins Schwitzen. So schön waren die Spiele. So aufregend vor allem auch. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer hat es in die EPS geschafft. Denn tatsächlich, es ging alles ein bisschen schnell vorbei in Warcraft 3. In Counter-Strike zieht sich diese ganze Geschichte ewig lang. DKH und Stofftiere machen hier wirklich die schönen armen Warcrafter ein bisschen traurig. So richtig viele Warcraft 3-Spiele haben wir bisher nicht mitgekriegt. Vielleicht werden wir gleich noch das eine oder andere Replay zeigen. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt. An Live-Matches war es zumindest, was relevant ist und richtig und wichtig ist. Denn die 4 EPS-Spieler, sie stehen tatsächlich fest. Und ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, oder man kann einfach sagen, die 4, die sich qualifiziert haben, sie haben es verdient. Ich glaube, der eine oder andere von diesen 4 kann auch ein bisschen weiter oben in der EPS nächste Saison spielen. Und bevor wir mehr darüber reden, gucken wir uns doch einfach jetzt mal die Präsentation an und schauen wir uns an, wer hier gegen wen überhaupt gewonnen hat. Wir sind hier im Winner Bracket und ich glaube, ich überlasse dir mal das Wort. Du kannst mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, jetzt wird Tacheles geredet, nämlich Dolorian hat hier zunächst einmal gegen Crafty gewonnen. Ich glaube, in einem recht überzeugenden Spiel hat er als Night Elf sich gegen den Undead durchsetzen können. Dolorian kommt weiter. So, gucken wir nochmal weiter unten. Akis gegen Friedrich F. Friedrich F. hatten wir eben die Ehre, aka Bam, hat gegen Akis verloren. Hat am Anfang wirklich eine sehr schlechte Figur gemacht. Ja, 2-0 sogar verloren. Ich meine, das sah dann recht eindeutig aus. Vor allem, weil Akis ja auch nicht einer der Favoriten dieses Turniers war. Und Bam hingegen eigentlich schon einer dieserjenigen war, wo man sagt, okay, der müsste es eigentlich schaffen. Undead, viel trainiert, er war schon in der EPS, hat Erfahrung, war schon auf der einen oder anderen LAN. Der packt das. Hat dann doch nicht gereicht. Ja, hat nicht gereicht. Dann ist Akis weitergekommen, also in der nächsten Runde hier gegen Dolorian. Insolence hat dann gegen Dark gespielt, konnte sich Insolence durchsetzen. Schon gute Leistung gezeigt im Ork Mirror. Definitiv. Das haben wir uns oben auch noch angeschaut in der Redaktion. Hat gut gespielt. War's? Und Dark hat beide Games, glaube ich, ohne GG verlassen. Also so wurde er hier vermöbelt. Ja. War ein bisschen zu erwarten. Ich meine, Insolence, klar, Dark, also ich habe Dark als einen dieser Underdogs erwartet, dass er vielleicht doch in die EPS kommt. Hat viel trainiert, spielt auch nicht schlecht, hat aber wirklich ein hartes Line-Up gehabt, also ein hartes Grid. Ich meine, als erstes gegen Insolence, für mich persönlich der beste Spieler, einer der besten Spieler hier von allen, hat da gegen Dark dann sehr dominierend gespielt, hat es dann auch gepackt. Ja, und dann gucken wir ein Stückchen weiter runter. Ein unserer Lieblinge, oder? Kurgnol, MC Kurgnol, der darf natürlich nicht fehlen, hat hier gegen Freezer gespielt. Und da haben viele auch Freezer im Vorteil gesehen. Er war jetzt Platz 3 in der ESL Amateur Series und sehr motiviert, hat viel trainiert in letzter Zeit. Und Kurgnol, er ist ein bisschen der WoW-Sucht verfallen. Ja. Und viele haben ihn da abgeschrieben, ach, der Kurgnol, der schafft doch nichts mehr. War vor allen Dingen sehr witzig im Interview, als Maxi ihn dann fragte, ja, du bist der Sucht verfallen, haben wir gehört. Und er sagte, nee, also so viel spiele ich ja gar nicht. Und dann sagte, ja doch, jeden Tag eigentlich, aber nicht so viel. Ich meine, wer jeden Tag spielt und
und das eigentlich nur, weil er auf Warcraft 3 keinen Bock hat. Also ich glaube, wer da nicht der Sucht verfallen ist, ne? Also er merkt es schon gar nicht mehr. Das ist Definitionssache wirklich bei den WoW-Spielern. Aber wie du richtig gesagt hast, Freezer war, ich würde sagen, bei einigen, ich glaube gerade bei den Leuten, die sich in Warcraft 3 gut auskennen, der Favorit in diesem Spiel, weil er hat viel gespielt, hat auch in der WC3L-Qualifikation das ein oder andere gute Spiel gegen Humans abgeliefert. Mhm. Oder auch in der laufenden Saison der Premier League oder wo auch immer. Also einige gute Spiele haben wir gesehen. Und Kurunoi hingegen, wie du erwähnt hast, der Sucht verfallen, nicht viel trainiert, die letzten zwei Tage so ein bisschen, konnte sich dann 2-1 durchsetzen. Was, ich glaube, viele Leute gefreut hat. Und dann kam der nächste Brocken, Insolenz gegen Kurunoi. Insolenz gegen Kurunoi. Das war das Spiel, was wir jetzt leider nicht mehr auf den Schirm bekommen haben. Aber wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, Kurunoi recht überragend mit seinen Towern schon wieder Mass getowert und hat Insolenz da in die Knie gezwungen. Kurunoi hat es weiter geschafft. Und damit ist Kurunoi, MC Kurunoi, unser persönlicher Liebling, sagen wir mal. Viele mögen ihn vielleicht auch draußen nicht von den Zuschauern, aber er hat es geschafft. Erster EPS. In der nächsten EPS-Saison. Und dann ging es oben weiter. Dolorian gegen Akis. Dolorian fiel noch als Sumsum bekannt, wir haben es vorhin erwähnt. Musste sich in einen Night of Mirror, war es, glaube ich, auch. Ganz hart in Night of Mirror durchsetzen. Hat es 2-1 gewonnen, es war knapp. Ich glaube, viele haben auch gedacht, dass Dolorian das packt, die ihn so ein bisschen besser kennen. Akis hat natürlich überrascht. 2-0 gegen Bam. Sagt so einiges, aber Night of Mirror, zum einen wieder ein anderes Matchup, zum anderen sah es dann doch am Ende, gegen Ende danach aus, dass Bam vielleicht ein schwaches erstes Spiel hatte, dann zu sich kam und gemerkt hat, hey, was ist denn hier los? Ich will in die EPS, rockt dann alles und DeLorean dann 2-1 verdientermaßen gewonnen hat und somit der zweite Spieler ist, der sich in die EPS reingespielt hat. Und ich glaube, die durchs Winnerbracket gegangen sind, sind auch zwei der Spieler, die das Potenzial haben, auch weiter oben zu spielen. Mhm. Zu gucken, muss man sagen, der Junge kriegt sich einfach nicht motiviert. Was bei dem los ist, ich weiß es nicht. Ich meine, wieso spielt er jeden Tag 4 Stunden World of Warcraft, wenn er die auch in Warcraft 3 setzen könnte und dann auf einmal in der Top 6 spielt? Das war ja auch in der letzten Season so. Er hat am Anfang wirklich dominiert. Ich glaube, er hat 4 Siege oder so aufs Parkett gelegt. Hat 4-0 mit alles 2-0, glaube ich, teilweise noch gewonnen. Und plötzlich lehnt er sich wieder zurück. Ah, ich habe jetzt irgendwie nicht trainiert, kommt dann in den Statements. Ich habe das jetzt eher so ein bisschen anders angegangen. Und also wirklich, ich weiß nicht, also den Jungen versteht man manchmal nicht. Finde ich ein bisschen traurig, aber ich meine, die Saison hat noch nicht angefangen, die neue, die 10. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht hat Kurunoi jetzt endlich wieder die Motivation dazu. Denn am Anfang der Saison scheint er ja immer sehr motiviert zu sein. Und vielleicht legt er wieder vor mit, weiß nicht, 4-0. Und vielleicht bleibt er dann dran, beißt sich da richtig rein. Und vielleicht beißt der Mio die Wade ab und kriegt dann das 5-0 hin oder so. Ich weiß es nicht. Aber gehen wir doch ins Loser Bracket. Denn einige Spieler sind runtergefallen ins Loser Bracket und hatten auch noch die Chance. 2 Spots waren noch frei, sich in die EPS zu qualifizieren. Was sehen wir hier? Ja, im Loser-Bracket, Crafty erstmal gegen Bam. Undead Mirror Game. Und da haben viele Crafty eigentlich auch schon als Favoriten gesehen. Also, ich sag mal, Unfaculty Crafty ist schon ein Urgestein, auch in der ESL Pro Series. Aber er hat verloren. Also, er ist ja nicht unbedingt ein Urgestein in der Pro Series, denn so lange ist er ja gar nicht dabei. Ich glaube, 2 Season erst. Aber er ist grundsätzlich in Warcraft 3 ein Urgestein. Einer der wenigen Leute, die auch Grubby schon mal geschlagen haben. Im In-Cup als Undead, ich glaube, nicht ganz so einfach. Aber auch insgesamt, ich meine, in so vielen Incomes weit da oben mit dabei gewesen. Ich glaube, er hat auch schon den einen oder anderen gewonnen sogar. Teilweise in so vielen anderen Online-Turnieren mitgespielt. NGL, die Netzstadt-Finals mache ich natürlich, die NGL-Finals mitgespielt. WWCL-Finals, diverse Male mitgespielt oder ab und zu auch einen guten Platz absolviert. Also von dem hätte man schon erwartet, dass er in der EPS bleibt. Auch wenn er hier so nicht einer der stärksten Spieler in dem Teilnehmerfeld war, einfach durch seine Erfahrung. Ja. Also der Erfahrungsschatz aber in diesem Fall hat nicht viel geholfen und Bam hat es wirklich geschafft, sich zu qualifizieren. Insolenz kam natürlich durch die Niederlage gegen Kurunoi dann runter, gebrettert ins Loser-Bracket und dort musste er dann jetzt gegen Bam dran. Gucken wir vielleicht lieber noch ein bisschen weiter unten, was da sich noch getan hat. Freezer gegen Dark und dort hat Freezer dann bewiesen, ich kann's auch. Ich bin nicht unberechtigterweise auf Rang 3 in der ESL Amateur Series gelandet. Definitiv. Und hat's da eigentlich recht gut erst gegen Dark gemeistert, hat ihn da 2-1 geschlagen. Dark, glaube ich, ist einfach noch sehr jung. Ich meine, ist ein Clarmate gewesen. Ich glaube, er war nicht so ganz so traurig, als wenn er gegen vielleicht Crafty oder Bam verloren hätte. Mhm. Ich glaube, das hätte ihn doppelt so hart getroffen. Musste sich da geschlagen geben. Diese Saison, diese Quali ist für ihn vorbei. Hat nächste Saison wieder die Chance. Ich glaube, nächste Saison wird es für ihn noch ein bisschen besser aussehen. Und vielleicht wird er es dann schaffen. Ja, Freezer dann gegen Akis. Night of Mirror wieder. Und da konnte sich Freezer nicht mehr durchsetzen. Ich glaube, Akis 2-1 hat er gewonnen. Ja. Das haben viele überrascht. Ich dachte eigentlich, das würde Freezer packen. Der hat sehr, sehr viel trainiert. Freezer und Akis sind ja auch alte Clan-Kollegen von AOD. Vielleicht hatte Akis da noch eine Rechnung zu begleichen. Wir wissen es nicht. Kann sein. Also Freezer,
der wird jetzt nächste Saison nicht dabei sein. Vielleicht verliert er jetzt wieder die Lust. Er hatte ja bei der letzten ESL Pro Series Relegation, ist er auch, hat es nicht geschafft und hat dann gesagt, ach, ich schmeiß jetzt die Brocken hin, keine Lust mehr auf Warcraft 3. Und jetzt hat er sie so ein bisschen, seit einem halben Jahr fängt er wieder an zu spielen und das recht erfolgreich. Ja. Und jetzt kriegt er hier direkt wieder den nächsten Rückschlag. Das ist bitter, das bringt auch nicht mehr die Motivation, die man braucht, als alteingesessener Warcraft 3-Spieler. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob er es nächste Saison nochmal angeht. Ich weiß es nicht. Ich traue es ihm fast schon gar nicht mehr zu. Wir sehen hier oben, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Anstatt Insolenz ist natürlich Friedrich F. weitergekommen. Das habe ich gerade eingegeben und war ein bisschen falsch. Da sieht man mal, was ich für eine Null bin. Aber letzten Endes natürlich Friedrich F. Bam an dieser Stelle, wo Insolenz momentan steht. Und Friedrich F. damit auch in der EPS, wie wir gerade schon angekündigt haben. Deswegen können wir einfach mal kurz zusammenhalten. Wer hat es geschafft? Zum einen Korugnoll, so wie sich viele es gewünscht haben, glaube ich. Von Starcoma, ja, genau. DeLorean von Infacuity, die eine schlechte Bundesliga-Saison gespielt haben. Aber, ja, einen EPS-Spieler mehr haben. Und dafür aber natürlich auch einen verloren haben. Da reden wir von Crafty. Als dritten haben wir natürlich Friedrich F. Bam. Der hat es auch verdient gewonnen. Also mit jetzt geschafft, denke ich. Ja. Und als vierten, als letzten, Akis. Die Überraschung überhaupt auf diesem Turnier, finde ich. Denn, von AOD, ja, genau. Von dem hätte ich das am allerwenigsten erwartet, denke ich. Ich auch. Also der Name hat mir jetzt davor auch noch gar nicht so richtig was gesagt. Natürlich kennt man den Namen, aber so irgendwie große Aktionen, irgendwie international oder dass er national jetzt irgendwelche großen Namen besiegt hat, mich freut das für den. Also ich denke auch. Also, die letzten Spiele werden natürlich nicht ausgespielt, denn die Spots stehen fest. Ich glaube, es wird noch um Platz 5 gespielt. Denn man kennt es ja, die laufende Saison, ab und zu fliegt da mal einer raus durch Penalty Points. Der eine oder andere hat das persönlich schon mal kennengelernt. Andere fliegen, weiß ich nicht, fliegen raus, weil sie irgendwie vielleicht umziehen oder keine Zeit mehr fürs Zocken haben. Deswegen, der 5. Platz wird dann ausgespielt, falls dann einer die EPS frühzeitig verlässt. Ich glaube, nach den ersten 4 bis 6 Spieltagen, dann kann er natürlich noch nachrücken. Und ja, da muss natürlich nicht im Nachhinein noch ausgespielt werden. Vielleicht kriegen wir das Spiel sogar noch live hin. Es fällt mir gerade mal so ein, so spontan aus dem Nichts. Wer weiß. Deswegen gucke ich mal ganz kurz. Falls wir es nicht mehr hinkriegen sollten, werden wir wahrscheinlich in Kürze wieder Counter-Strike haben. Was wir da genau haben, nach dem Delay, den DKH und Stofftiere uns hier veranstaltet haben, kann ich dazu nicht sagen. Ich sehe hier DKH gegen OneFrag. Sehe ich das richtig? DKH gegen OneFrag. Das irritiert mich schon ein bisschen. Aber auf jeden Fall, schau mal. Winner Bracket Runde 2, das sollte beginnen um 18.30 Uhr. Also hier steht 20 Uhr. Ja, das wurde dann wohl ein bisschen verschoben und es ist immer noch nicht gestartet, glaube ich, oder? Ist, glaube ich, auch noch nicht gestartet. Live steht es zumindest noch nicht. Zögern die das ein bisschen hinaus. Auf Readmore zum Beispiel. Was ja auch nochmal ganz interessant zu erwähnen ist, Spell hat ja aufgehört. Er hat ja jetzt in der ESL Pro Series, ist jetzt inaktiv gegangen. Und das wird vielleicht viele von euch auch überraschen, aber ich glaube auch auf Giga 1 wurde letztens so von Jan ein kleines Statement gegeben. Und hat er irgendwie die Motivation einfach an Warcraft 3 verloren. Ja, was ist dann passiert? Bam ist nachgerückt. Er hat überhaupt dadurch erst die Möglichkeit überhaupt gehabt, in die Relegation reinzukommen. Er war 15. Ja, jetzt plötzlich gewinnt er hier und kommt wieder in die ESL Pro Series, back to business. Ja. Und da werden sich, also es ist wirklich unglaublich, der Junge, der... Da muss man eigentlich schon fast mal... Ich bin jetzt gar nicht in dem internen EPS-Channel drin. Da hätte man sich ja eigentlich mal so anhören können, was die Spieler so darüber denken. Ja. Hätte man mal fragen können. Ich glaube, der eine wird sagen, oh mein Gott, jetzt ist der verrückte Bam wieder da. Der andere sagt, ach, das wird doch witzig, da habe ich wieder was zu lachen. Ich meine, letzten Endes ein paar witzige Statements, ein paar lustige Flames, nicht aggressive, verrückte Flames, wie Bam es ab und zu mal bringt, sind doch schon was Witziges, was Unterhaltsames. Und das gehört einfach dazu. Gute Mischung, wie du vorhin schon gesagt hast. Einer muss ein bisschen stressen. Ich bin sehr gespannt, was Bam da dazu beitragen kann. Ja. Was haben wir eigentlich noch ein oder anderes Video? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht können wir noch ein Video zeigen. Was haben wir denn da noch? Die haben wir schon fast alle gezeigt, oder? Ich schau gerade mal. Stimmt, was wir noch machen könnten, wäre natürlich sehr gut, das andere Video zu Ende zeigen. Das stimmt. Von den CS-Sern, was natürlich jetzt so ein bisschen verfallen ist nach dem ganzen Warcraft 3-Spektakel. Aber trotzdem wollen wir euch das nicht, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Entgehen lassen. Das solltet ihr auf jeden Fall noch mitkriegen. Und gucken wir mal, wo wir angehalten haben. Ich glaube, ich... Gegen DK auf der Summit höre ich gerade. Ja, danach irgendwann. Auch. Und natürlich muss viel geschrien werden. Wer ist so denn wir spulen noch ein bisschen vor. Sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe gehört, es ist die Ja, für uns natürlich. Wir gewinnen jetzt mal eben. Waren schon fast am Ende, glaube ich. Waren wir eigentlich schon fast am Ende? Waren schon ziemlich weit. So, jetzt gehen wir mal rein. Stofftieren.
Hier ist unsere grandiose Gigawall, ne? Und da habe ich hier die Jungs von Stofftiere bei mir. Da habe ich den Sepp unter anderem. Sepp, vierte Overtime. Kann aber nicht wahr sein, oder? Ja, wir haben jetzt ein paar Special Tactics ausgepackt und jetzt, weiß nicht, jetzt ist das Ende. Nervt die Map schon? Drüben habe ich gehört, die Map nervt ein bisschen und es zehrt an der Substanz. Ah, wir sind das gewohnt. Wir haben durch lange Trainingseinheiten im Internet. Das kennen wir. Das haben wir gerade vorher schon vom Equal gehört. Vier Overtime sind wir gewohnt, seid ihr natürlich gar nicht gewohnt. Wo denn auch? Ne? Gibt's nicht. PCBs, nee, ja. Gibt's natürlich nicht. Ist das die letzte Overtime jetzt oder werden wir noch ein paar sehen? Also wir haben jetzt eine Taktik da, wir werden so keine Gegentaktik haben und dann holen wir das Ding. Hier werden die Taktiken nämlich entwickelt, ja, auf der Rille. Direkt, in der ersten Runde. Da kommt unser Win, passt auf. Erste Runde, wir werden uns natürlich anschauen und ich bin gespannt, was da rauskommen wird. Danach, nächste Map ist? Nuke. Und? Ja, Nuke ist unsere beste Map. Noch super, super Ansagen, noch besser. War Inferno auch eure gute Map? Ja, die PCBs haben wir alle verloren, aber weiß nicht, Nuke war trotzdem am besten. Aber ihr entwickelt ja euch ja auch jetzt mit den Overtimes. Die Overtimes sind auch wie PCBs, oder? Ja, klar. Na, es geht. Wir werden es sehen. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf die vierte, fünfte, sechste Overtime. Der Tobsen auch. Und ich bin raus. Viel Spaß. Ciao. Ja, so viel vom Nick. Ein bisschen CS haben wir noch mitgekriegt. Ich weiß nicht, was wir sonst noch haben. Können wir noch jetzt mal alles durchstarten, falls wir da noch was haben. Ich guck mal direkt mit. FIFA, haben wir davon FIFA schon überhaupt irgendwas gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Na, dann können wir das doch jetzt eigentlich mal zeigen. Ein bisschen FIFA-Flair kriegen wir auch jetzt rein. Wenn hier noch FIFA-Zuschauer oder FIFA-Liebhaber sind. Ja, FIFA liebt jeder. Das ist Fußball. Hallo, Deutschland. Einfach mal rein und anhören. Ja, jetzt sind wir endlich wieder da, hier bei der LAN-Relegation der ESL Pro Series Season Nr. 10 nach einem unglaublichen Counter-Strike-Match. Jetzt mal eine kleine FIFA 07-Zusammenfassung im Klamour. Neben mir Diabolo, Teammanager von Mousesports. Claudio, wie geht's dir? Mir geht's prima, erleichtert, ja? Dass es endlich vorbei ist. Endlich vorbei. Man muss jetzt sagen, Mousesports ist ja einer der vier Teams, die jetzt in die ESL Pro Series kommen. Erzähl mal ein bisschen, wie der Turnierverlauf war. Das erste Spiel ging gleich sehr, sehr, sehr semi-gut aus. Ja, war eher suboptimal. Ja? Das Spiel hat halt nicht mehr hergegeben. Mhm. Und es ging 10-10 aus gegen Plan B. Und dann haben Torverhältnis entschieden. Und wir haben leider mit ein oder zwei Toren, ganz genau weiß ich es nicht, auf jeden Fall ultra knapp verloren. Also, natürlich anders, als wir es uns vorgestellt haben. Wir dachten, wir machen einen glatten Durchmarsch. Aber gut, jetzt dann am Ende zweimal dann relativ deutlich gewonnen. Einmal 18-2, einmal 14-6. Ja. Und somit denke ich mal, verdient dann auch in der EPS. Ja, zurück. Also ihr seid quasi übers Loser Bracket. Ja, da hören wir gerade noch die CS-Teams schreien. Ja, so laut war es ja eben auch. Ja, genau. Man muss ja sagen, hier bevor dieses Interview stattfand, war der Raum ja noch wesentlich voller. Jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger hier geworden. Aber vorher haben ja die Leute geschrien bis zum geht nicht mehr. Vor allem hier so um 12 Uhr ging es ja richtig ab. Also teilweise, man konnte sich gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Das war schon richtig derbe. Aha, vor allem bei den CS-Teams, ja. Die CS-Manager, die hinter ihrem Team stehen und brüllen wie verrückt. Ja, ich glaube, der eine, der hat doch gleich keine Stimme mehr da vorne. Ja, genau. Ja. Der eine, der da hinten, der fast keine Stimme mehr hat, den zeigen wir euch vielleicht später nochmal. Genau. Jetzt aber nochmal zurück zu FIFA. Das Interessante ist ja, vier Teams sind ja in der ESL Pro Series jetzt. Drei davon kommen aus der EAS. Genau. Wie erklärst du dir das? Ja, ich denke mal, die Teams aus der EAS spielen FIFA schon wesentlich länger. Im November wurde es released. FIFA 07. FIFA 07, genau. Und die Umstellung dieser ist halt schon sehr, sehr extrem. Es wird weniger auf Flanken gespielt, etwas variabler. Es wird mehr mit dem Ball gerannt und zwar auch versucht, über die Außen zu spielen und dann in die Mitte reinzulaufen. Und ja, ist halt ein anderes Spielgefühl. Und das haben die EPS-Spieler wahrscheinlich erst später, oder bekommen sie wahrscheinlich erst später durch wesentlich mehr Training. Und da waren die EAS-Spieler einfach fitter. Also du willst quasi damit sagen, dass die FIFA 06-Spieler in der ESL Pro Series länger 06 dranbleiben mussten, weil sie einfach die Competition irgendwie vorwärts kommen mussten. Ja, weil sie auch teilweise von uns Spieler, die haben ja noch bis Dezember, Mitte Dezember FIFA 2006 gespielt. Wegen den Finals? Wegen den Finals, wegen der ESBL etc. Und konnten halt wesentlich später erst sich auf das neue Spiel konzentrieren. Mhm. Inwiefern, wo liegen da die Unterschiede bei FIFA 07 zu 06? Wir haben vorher beim Essen drüber geschnackt, dass die Stürmer unglaublich schnell sein sollen. Ja, also die Spieler, gerade fast 90% aller Spieler haben ja heute mit Barcelona gespielt. Ja. Gerade Ronaldinho, Messi, Eto'o sind schon derbe schnell. Also, also das könnte man auch patchen. In FIFA 07, da etabliert sich das auch langsam, dass man da nur bestimmte Mannschaften nimmt in den professionellen Bereichen. Also letztes Mal war es
Was war? Also Frankreich, glaube ich, war immer ganz Frankreich gut. Wurde oft gespielt, ja. Brasilien, ja. Letztes Jahr der Juventus Turin, aufgrund der Zweikampfstärke, Kopfball. Hat sogar Hero gespielt, Juventus, genau. Also am Ende auf der WCG haben fast alle mit Juve gespielt, okay. Weil Hero und Styler Vorreiter waren. Mhm. Ja, und jetzt sieht so aus, als wenn alle Barcelona spielen würden. Ja. Ein paar große Line-Up-Veränderungen. Glaubst du, die haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sie jetzt als einziges ESL Pro Series Team, also das aus der ESL Pro Series in die Relegation kam, jetzt nochmal in die EPS kommt? Doch, sicherlich. Also wir sind ja jetzt drin und ich denke mal, ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit dem alten Line-Up geschafft hätten. Mhm. Chancen wären wahrscheinlich gleich gewesen, aber die Jungs haben halt eine gewisse Erfahrung und haben so den Trainingsrückstand, den sie hatten durch die Finals, weil sie später erst 0-7 anfangen konnten, okay, haben sie wieder weggemacht. Haben die also dann auch wirklich intensiv daran gespielt, damit sie da hier bei der Lille gut abschneiden können? Ja, und das, ein gewisses Talent muss natürlich vorhanden sein. Aha. Das haben die Jungs natürlich auch. Die waren alle schon auf den Finals, spielen EPS One-on-One, also schon etablierte Namen. Und ja, das heißt, ja, ein klarer Vorteil heute. Auf jeden Fall. Und man hat auch bei einigen Spielern gemerkt, dass sie einfach überhaupt kein Problem hatten, hier in dieser großen Halle zu spielen. Nee. Also, weil das sind halt Profis zum Teil. Die wissen, wie es auf Finals zugeht. Die wissen, wie es beim Interfrying Night Game zugeht. Die sind einfach straight auf ihren Monitor fixiert. Und das war halt der andere Punkt dann. Teilweise die anderen Teams Trainingsvorsprung gehabt. Wir hatten die Erfahrung. Wir haben schon öfters solche Events gehabt. Jeder war schon mal auf LAN, aber das ist ja doch nochmal was anderes. Das hatten unsere Spieler alle schon mal. Und geklappt. Ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Mausports. Wie siehst du die anderen drei, die neuen, die EAS-Teams, die jetzt in die ESL Pro Series kommen? Wie schätzt du die Chancen von diesen drei Teams ein? Ja, grundsätzlich ist es wie bei Nation Booster, wenn man aufsteigt, heißt es erstmal die Klasse halten. Genau. Und ich denke mal, das wird schwer genug, weil jetzt haben wir erstmal noch 5-6 Wochen Zeit, bis die EPS-Season anfängt. Und bis dahin werden auch die alten EPS-Teams wieder stark sein. Ja. Die werden sich jetzt nochmal richtig reinhauen. Und vielleicht haben sie ja was gesehen hier, was sie sich abgucken können und trainieren können. Und ja, also eher unbekanntere Namen, Triad, vorher wahrscheinlich nicht so bekannt. Wahrscheinlich Leuten, die nicht in der FIFA-Szene sind, auch nicht so bekannt. Okay. Das stimmt allerdings. Also aber alle Teams, die hier heute gewonnen haben und sich qualifiziert haben, denke ich mal, haben es verdient. Okay. Ob sie nun aus der EPS kommen oder ob sie aus der EAS kommen, sie spielen alle einen guten Ball und von daher willkommen. Neben den vier ESL Pro Series Teams, die jetzt ja ESL Pro Series Teams sind, kann man ja sagen, gibt es noch vier andere, die bei der Relegation waren. Plan B war das, dann war das noch Team Controlic und zu Team Controlic gibt es ja die Story schlechthin. Ja. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Team Controlic hat die Rele verloren. Ja. Gleich 0-2, also nach dem zweiten Spiel nochmal verloren, direkt raus. Genau. Und direkt in der Sekunde, wo sie verloren haben, kam die News auf teamcooltronic.de oder wie die Homepage heißt online, dass sie sich vom FIFA-Squad trennen. Hast du da irgendwelche Emotionen von den Jungs mitbekommen? Nee. Hat sie ihre T-Shirts draußen am Sportmuseum verbrannt oder irgendwas? Also ich hätte sie verbrannt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, also ich habe es auch nur gehört. Ich habe die News selber noch nicht gelesen, aber wenn es wirklich sein sollte, so geht man nicht mit dem Team um. Da kann man ja nachher sie nochmal zusammensetzen, lässt die Jungs erstmal nach Hause kommen, sagt, Jungs, was war los? Klappt nicht, was wollen wir machen? Hat keinen Sinn mehr. Aber so vor zwei Minuten, nachdem die Ergebnisse auf eurer Page standen, in News zu bringen, ist schon hart. Bitter, bitter auf jeden Fall. Ansonsten bist du sehr zufrieden mit der Relegation zum Event an sich, zur Location? Ja, die Location gibt einiges her. Es heißt ja LAN-Relegation, wie du mir eben beim Essen gesagt hast. Genau. Deshalb auch der große Raum. Deswegen auch LAN-Verhältnisse. Genau. Am Anfang hat es ein bisschen genervt, aber es ist... LAN? Es war laut, aber wie gesagt, es hat geklappt und von daher alles zu bester Zufriedenheit. Alles klar, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, congratulations, dass ihr es geschafft habt. Danke. Danke für das kurze, für das mittelmäßige Interview von der Dauer her und jetzt zurück ins Studio. Vielen, vielen Dank, lieber Maxi hier von unserer Stelle. Und Warcraft 3 neigt sich zumindest, was die Live-Spiele angeht, so ein bisschen dem Ende. Hm. Mir hat es auf jeden Fall bisher Spaß gemacht. Waren ein bisschen wenig Live-Spiele, muss ich sagen. Hm. Ich glaube, für den einen oder anderen Zuschauer war es auch ein bisschen zu wenig Warcraft 3. Für den anderen war es zu wenig Counter-Strike, aber das kennen wir ja. Irgendjemand zufriedenzustellen ist immer viel zu schwierig. Also alle am Ende des Tages. Trotzdem hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir hatten wirklich noch tolle Games am Ende gesehen. Und das hat sich wirklich noch mal gelohnt, in das Spiel reinzugehen und ich denke, das hat uns so einen richtig schönen Vorgeschmack gegeben, auch auf die WCL Finals und die Battle.net Ladder Season Finals, die bald kommen werden. Also das wird ein richtiges Event. Da solltet ihr, wäre ich an eurer Stelle auf jeden Fall vor Ort. Definitiv, denn auch wenn Bam und Insel schon zwei gute Spieler sind, die sind natürlich nur das etwas kleinere Warcraft 3 auf der Welt. Denn letzten Endes muss man sagen, wenn man sich einen Namen wie Todd, Grubby, Lucifer
auf der Zunge zerschmelzen lässt. Ich meine, das sind einfach Namen, die sieht man nicht alle Tage. Und vor allen Dingen, wenn es um Finals geht, also da spielt ja nicht nur das Geld eine Rolle, da spielt ja vielmehr dieser, ja, einfach um Ehre, Stolz, um Anerkennung, da fighten man lieber eher um das als um das Geld. Das ist einfach, WC3L ist Prestige und das ist einfach ein Muss. Wer da schon mal gewonnen hat, ich meine, der hat faustdick hinter den Ohren. Also das wird, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Also wie du eben schon erzählt hast, die Namen stehen für sich. Und wenn ich das so richtig sehe, da hinten bahnt sich schon wieder was an. Ich würde sagen, du siehst es genau richtig, ich glaube auch. Wir werden so langsam sicher abgeben. Bedanken uns auf jeden Fall für euch, dass ihr uns zugeschaut habt, was Warcraft 3 angeht. Ihr wisst, wer sich qualifiziert hat. Wir können es mal kurz festhalten. Natürlich Kuchen neulich zu vergessen. Bam, Akis und die Nummer 4. Jetzt habe ich schon fast vergessen. Wen haben wir noch? Dolorian. Dolorian natürlich. Über das Winner Bracket auch noch. Und wir vergessen schon fast. Ich fasse es nicht. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle. Geben ab an Dave und Flo. Viel Spaß mit Counter-Strike. Schönen Abend noch. Ciao.